ist Donnerstag, der 17.12.2020 um 20.08 Uhr. Wir öffnen den heutigen Fall mit der Fallnummer 28.11.2020. Körperverletzung und versuchter Totschlag. Kommen wir zur obligatorischen Anwesenheitsliste. Wir stellen fest, dass alle drei Angeklagten heute anwesend sind. Das ist zum einen der Herr Eppens, der Tom Eppens, der Herr Axel Chapman und der Herr Kobi West. Vertreten wird Herr Eppens und Herr Chapman von Herrn Herberdin und Herr West hat dementsprechend das Recht, sich selbst zu verteidigen. Die Staatsanwaltschaft wird heute vertreten vom Interimsstaatsanwalt Herrn Gustav Weiser. Und dann kommen wir zu den Zeugenlisten. Wenn Sie Ihren Namen hören, würde ich Sie bitten, einmal sich auf sich aufmerksam zu machen mit einem kurzen Anwesend oder Ja oder wie auch immer. Und dann, ja, legen wir los. Wir haben zum einen die Frau Lillian Williams. Anwesend. Wir haben den Herrn Noah Smith. Anwesend. Wir haben den Herrn Harry Kettner. Ebenfalls anwesend. Wir haben den Herrn Salvatore Sorrento. Sie. Wir haben den Herrn Jürgen Müller. Anwesend. Wir haben die Frau Faye O'Leary. Anwesend. Und zu guter Letzt den Herrn Askel Angwaldson. Ja. Dann gibt das Gerichtsprotokoll, dass der Herr Jack Conner, die ehemalige PD-19, sich vom Prozess abgemeldet hat. Demnach ist er entschuldigt gefehlt und es kommt kein Ordnungsgeld auf ihn zu. Zu Beginn der Gerichtsverhandlung möchte ich Sie noch einmal darüber belehren, dass Sie doch bitte Ihr Handy auszuschalten haben, genauso wie Ihr Funkgerät. Sollten Sie das noch nicht getan haben, würde ich Sie das jetzt bitte bitten, dass Sie das tun. Ansonsten könnte es sein, dass meine Kollegen der Security Sie des Raumes verweisen. Auch Ordnungsstrafen sind durch das Gericht möglich zu verhängen. Ansonsten würde ich Sie bitten, gerade was die Zuschauer angeht, die Verhandlung still mitzuverfolgen und für die Zeugen, wenn sie aufgefordert werden zu reden, dann reden Sie und wenn nicht, dann lassen Sie es bleiben. Auch bitte hinten, wenn Sie verlassen sind, verlassen aus dem Zeugenstand entlassen worden sind, dann bitte ebenfalls. Gut. Bevor wir zur Anklageerhebung kommen, würde ich dann bitten, die eben genannten Zeugen den Gerichtssaal zu verlassen. Sie werden abgerufen, sobald Sie dann Ihre Aussage tätigen können. Nachdem die Zeugen abgetreten sind, würde ich bitten, dass der Vertreter der Anklage einmal die Anklageerhebung vorliest. Herr Weißer, bitte. Vielen Dank, Kurzgericht. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft verabredeten sich die drei hier anwesenden Angeklagten dazu, am 28.11.2020 Frau Williams einzuschüchtern und eine Lektion zu erteilen. Dazu bestellten sie Frau Williams zu einem entlegenen dunklen Parkplatz in Downtown Los Santos. Entgegen der durch die Angeklagten aufgestellten Forderungen erschien Frau Williams allerdings nicht allein. Etwas weiter entfernt auf einem Dach Der Wolf in beobachtete Herr Smith das Treffen. Dort wurde er durch einen der Angeklagten, Herrn West, entdeckt und mit vorgehaltener Waffe dazu aufgefordert, sich an ein Schaufenster zu stellen. Daraufhin gab der Angeklagte, Herr West, nach Auffassung der Staatsanwaltschaft mindestens drei Schüsse auf Herrn Smith ab. Dieser brach sofort zusammen. Zwei der Kugeln drangen in dessen Lunge ein. Unmittelbar danach verließen die anderen beiden Angeklagten, Herr Chapman und Herr Eppens, offensichtlich in Panik geraten, in einem dunklen Fahrzeug den Tatort. Fast gleichzeitig trafen die ersten Einsatzfahrzeuge des PD ein. Als die Einsatzkräfte nach dem Verletzten und der Ange
sich dem Verletzten und dem Angeklagten Herrn West nähern wollten, richtete dieser seine Faustfeuerwaffe auf Frau Williams und forderte die Polizei auf, Abstand zu halten. Frau Williams, die gerade Zeuge wurde, dass Herr West nicht zögert zu schießen, bat ebenfalls darum, der Forderung des Geiselnehmers Folge zu leisten. Bei einem erneuten Versuch der Beamten, sich wenigstens dem Verletzten nähern zu dürfen, begann der Angeklagte mittels einer Handwaffe auf Frau Williams einzuschlagen. Zwei der Beamten, die freies Schussfeld hatten, eröffneten daraufhin das Feuer auf den Angeklagten. Auch dieser ging sofort zu Boden und wurde durch mehrere Schusswunden verletzt und dafür ins Krankenhaus eingeliefert. Übergebe ich das Wort wieder der Richterschaft. Ja, okay. Vielen Dank, Herr Kollege von der Staatsanwaltschaft. So, dann haben die Angeklagten natürlich das Recht, darauf zu antworten. Ich frage jeden Einzelnen, ob sie das tun möchten. Herr Chapman bzw. respektive Herr Everdeen, möchten ihre Mandanten aussagen? Sie möchten Aussagen zu der Anklage selbst, jetzt direkt nichts. Okay. Gut. Herr West, möchten Sie jetzt etwas dazu sagen? Das ist Bullshit. Das war nicht die Antwort auf meine Frage? Ja. Gut. Dann steht es Ihnen frei. Wenn Sie möchten, können Sie das von Ihrem Platz aus tun oder Sie können in die Zeugenstadt kommen, wie Sie möchten. Herr Richter, bitte statten Sie mir, dass ich hier zur Sicherheit stehe. Einen Moment, Herr West, einen kleinen Moment kurz. Erstmal, Frau West, der ist soweit in Ordnung. Und Herr West, bevor Sie anfangen, muss ich Sie tatsächlich belehren. Okay. Sie sind verpflichtet, vor Gericht die Wahrheit zu sagen. Sollten Sie das nicht tun, machen Sie sich strafbar. Des Weiteren müssen Sie nicht aussagen, wenn Sie es selbst belasten. Und als Beschuldigter haben Sie zu jeder Zeit das Recht, die Aussage zu verweigern oder die Frage nicht zu beantworten. Haben Sie das verstanden? Ja. Okay. Zunächst zu Ihren Personalien. Sie heißen Kobe West, ist das richtig? Ja. Sind geboren am? Am 5.12.1998. Und aktuell tätig als? Gar nichts. Okay. Dann, Herr West, Sie haben die Anklageerhebung gehört, was Ihnen von der Staatsanwaltschaft vorgelegt wird. Was sagen Sie uns denn dazu? Das mit Lillian stimmt. Dass ich sie ungeboxt habe, ist true. Das mit Noah Smith ist Bullshit. Okay. Möchten Sie Ihnen sowas mitteilen, oder was das? Keine Ahnung, ist halt Bullshit, stimmt halt nicht, war ich halt nicht. Okay. Nehmen wir erstmal so auf. Herr Staatsanwalt, möchten Sie noch Fragen stellen? Ja, aber gerne, wenn Sie das gestatten. Dann los. Herr West, Sie sagen das mit Herrn Smith, das waren Sie nicht, ja? Ja. Haben Sie denn gesehen, wer dann auf den Herrn Smith geschossen hat? Ich weiß, wer geschossen hat, ja. Möchten Sie das dem Gericht mitteilen? Nee, echt nicht. Passt schon. Hat denn außer Ihnen noch jemand gesehen, wer auf den Herrn Smith geschossen hat? Nein. Waren also nur Sie. Ja. Andere Anwesenden, waren zu dem Zeitpunkt keiner da oder haben die weggeguckt? Waren da, aber haben nicht hingeguckt. Ja, keine weiteren Zeugen, Fragen an den Zeugen. Gut, vielen Dank, Herr Kollege Weißer. Herr Everdeen, haben Sie noch Fragen an den den Beschuldigten? Keine Fragen, vielen Dank. Okay. Erst vielen Dank, dass Sie uns Ihre Äußerungen dazu getätigt haben. Sie dürfen wieder hinten. Genau. Platz nehmen. Gut, die anderen beiden Beschuldigten möchten sich vorerst nicht zur Anklageerhebung äußern. Das ist soweit in Ordnung. Sie können später als Zeuge natürlich aufgerufen werden. Dann würde ich dem Beweisverfahren am 17.12. diesen Jahres um 20.17 Uhr eröffnen und würde dann bitten, dass der Staatsanwalt einmal den ersten Beweisantrag vorlegt. Aber mit Freude, hohes Gericht. Die Staatsanwaltschaft beantragt, die Zeugin Lillian Williams in den Zeugenstand zu rufen. Das wird so gemacht. Frau Lillian Williams, bitte einmal in den Zeugenstand. Danke.
Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Frau Williams. Sie können mich verstehen und wahrnehmen. Das ist so in Ordnung, ja. So in Ordnung, okay. Kommen wir zunächst zu Ihrer Rechtsbelehrung. Sie sind verpflichtet, vor Gericht die Wahrheit zu sagen. Sollten Sie das nicht tun, machen Sie sich nach Strafgesetzbuch § 35 strafbar. Sie brauchen allerdings nicht aussagen oder können die Aussage verweigern, wenn Sie sich selbst belasten würden. Sollten Sie die Antwort auf eine Frage nicht kennen, so sagen Sie bitte, weiß ich nicht, um keine Falschaussage zu tätigen. Haben Sie das verstanden? Ja. Okay. Zunächst zu Ihren Personalien. Sie heißen Lillian Williams, sind geboren am 10.09.1996. Das passt. Und aktuell tätig als? Ich arbeite aktuell nicht. Okay, alles klar. Dann vielen Dank bis dato. Und dann darf der Staatsanwalt Fragen stellen. Herr Staatsanwalt, bitte. Vielen Dank, Hohes Gericht. Frau Williams, vielen Dank, dass Sie heute erschienen sind. Erzählen Sie uns doch bitte in Ihren Worten, was am 28.11. auf dem Parkplatz vor dem Up and Atom passiert ist. Natürlich. Also an dem besagten Abend bekam ich um kurz vor 12 einen Anruf von dem Herrn West, der gemeint hat, dass wir noch was miteinander zu klären hätten und dass ich alleine kommen soll, und hat mich auf 0.10 Uhr gegenüber von diesem, also von LSS auf diesem Parkplatz eben bestellt, den es hier geht. So, ich habe mich daraufhin, weil mein Auto zu dem Zeitpunkt bei Pimp and Paint war und ich nur eins hatte, von Herrn Smith dahin fahren lassen. Herr Smith hat angewiesen, dass er bitte fahren soll, weil mich dann Herr West natürlich auch angerufen hatte, dass er gesagt hat, ich solle doch alleine kommen, und ich dann Herrn Smith quasi weggeschickt hatte und dann mich auf diesen besagten Parkplatz an diesem Abend begeben habe. Dann kam Herr West angefahren und noch zwei weitere vermummte Personen in einem anderen schwarzen Fahrzeug. Bin nicht so gut in Automarken, muss ich dazu sagen, und die sind dann ausgestiegen. Dann hat Herr West bloß gesagt, jo, was geht? Und die anderen zwei beiden Personen haben sich gegenüber von mir hingestellt. Und Herr West ist dann gegangen und hat die Umgebung abgesucht. Währenddessen hat mir dann eine der beiden Personen gesagt, wo ich später im späteren Verlauf des Abends rausgefunden habe, dass es Herr Eppens und Herr Chapman sind, weil mir Herr Eppens das gesagt hat, mich gefragt, was ich denn schon wieder für einen Blödsinn gemacht hätte oder für eine Scheiße gebaut habe. Ich dann gesagt habe, dass es eine alte Geschichte zwischen dem Herrn West und meiner Wenigkeit ist. Und dann ging die Unterhaltung weiter. Dann hat mir Herr Chapman gesagt gehabt, dass er das ja bei mir hätte auch so sagen müssen, ob dass ich keinen Lakaien mitnehmen soll und so weiter. Dann kam Herr West zurück mit dem Herrn Smith. Und Herr Smith stand dann rechts von mir, Herr West links und die anderen beiden Personen dann nochmal links neben dem Herrn West. Und Herr West hat gesagt, ja, Lillian, scheiße gelaufen. Ich habe dann daraufhin versucht, irgendwie zu erklären, dass Herr Smith eigensinnig gehandelt hätte und dann selbst quasi nochmal dazu gekommen ist und sich freiwillig oben versteckt hat, und habe beteuert, dass ich davon wirklich nichts wusste. Dann hat Herr West gemeint, scheiße gelaufen, und hat dann den Herrn Smith darauf angewiesen, dass er sich doch bitte dann drüben an die Fensterscheiben hinstellen soll und die Arme nach oben nehmen soll. Ich weiß jetzt nicht, wie der Laden hieß. Und hat dann Herrn Smith mit dem Kopf zur Wand dahinstellen lassen, hat ihm dann in den Rücken geschossen, so lange bis Herr Smith lag. Dann ist Herr West zurückgekehrt, hat gesagt, wir sollen unsere Unterhaltung fortführen. Die beiden anderen Personen haben gesagt, sie hätten nichts mehr zu reden. Und dann kam auch schon das LSPD angefahren. Die anderen beiden sind daraufhin ins Auto, also ins Fahrzeug gesprungen und haben sich dann von dem Ort des Geschehens entfernt. Dann kam auch das LSMD. Herr West hat daraufhin dann den Herrn Kittner beleidigt. Ich habe dann versucht, irgendwie den Herrn West dazu zu überreden, dass er doch bitte wenigstens das LSMD zu Herrn Smith durchlassen soll, der drüben an der Fensterscheibe zusammengeschossen lag. Was er dann auch getan hat. Ich habe dann dem LSPD gesagt, dass sie sich doch bitte entfernen sollen, weil Herr West nämlich dann gemeint hat, toll, jetzt muss er auch noch eine Geißel nehmen, und dann hinter mich trat und wahrscheinlich zu meiner Vermutung, ich habe es nicht gesehen, eine Waffe auf mich gerichtet hat.
Und daraufhin hat sich dann das LSPD entfernt. Ich habe dann mit dem Herrn West ausgehandelt, dass das LSM sich Herrn Smith nähern darf. Hat dann das LSPD angewiesen, dass sie bitte zur Seite gehen sollen, damit das LSMD das Gelände betreten kann, was sie dann auch getan haben. Und daraufhin meinte Herr West dann noch, ja, er würde mich jetzt schon gerne zusammenschlagen und hat mich dann eben mit einem Schlagring zusammengeschlagen, woraufhin ich nicht mehr weiß, was sonst noch passiert ist, weil ich dann nichts mehr mitbekommen habe. Ich kann mich dann nur noch daran erinnern, dass ich irgendwie von, ich glaube, Herr Kamps hieß er, also den habe ich dann als nächstes quasi gesehen. Das war's. Ja, vielen Dank, Frau Williams. Sie hatten ausgesagt, das habe ich akustisch gerade nicht so gut verstanden, Herr West hat Sie aufgefordert, alleine zu kommen, ist das richtig? Das ist so korrekt. Und das sind Sie aber nicht, sondern sind mit Herrn Smith gekommen. Herr Smith hat mich abgesetzt und ich habe zu Herrn Smith gesagt, er soll wieder fahren. Warum haben Sie sich von dem Herrn Smith absetzen lassen und sind nicht alleine gefahren? Das hatte ich schon erklärt, weil mein Auto zu dem damaligen Zeitpunkt bei Pimp & Paint stand und ich keins hatte. Okay, vielen Dank. Wie gesagt, das ist bei mir akustisch. Ja, wie gesagt, ich habe mein Auto an dem Tag umlackieren lassen und Sie wissen doch, wie das ist, man darf Autos nicht bewegen. Das ist richtig, sonst trocknet der Lack nicht. Hatten Sie denn zu irgendeinem Zeitpunkt während des gesamten Ablaufes Angst um Ihr eigenes Leben? Fühlten Sie sich bedroht? Natürlich fühlte ich mich bedroht und hatte Angst, was mir Herr West antun würde. Er würde das nicht. Haben Sie denn gehört, was der Herr West direkt vorm Abdrücken gesagt hat, nachdem er auf Herrn, oder bevor er auf Herrn West Herrn Smith geschossen hat? Könnten Sie das dem Gericht nochmal sagen, was genau da die letzten 2-3 Minuten vor dem Schuss passiert ist? Die letzten 2-3 Minuten vor dem Schuss war es so, dass Herr West zu mir gesagt hat, ja Lillian, scheiße gelaufen. Ich gesagt habe, ich habe Herrn Smith angewiesen, dass er bitte fahren soll. Dass Herr Smith eigenmächtig gehandelt hat, habe den Herrn Smith gefragt, ob ich das so gemacht habe, dass ich zu ihm gesagt habe, fahr. Er hat das bestätigt mit ja. Und Herr West meinte dann trotzdem scheiße gelaufen, hat Herrn Smith dann dazu angewiesen, sich drüben an die Fensterscheiben hinzustellen, die Arme nach oben zu nehmen, gegen das Fensterglas zu schauen und hat dann eben, wie gesagt, auf Herrn Smith geschossen. In den Rücken. Ihre Einschätzung als Person, die da vor Ort war, das hat Herr West, hat Herrn Smith in den Rücken geschossen mit der Absicht, sich eines Zeugen zu entledigen oder ihn leicht anzukratzen, ihn zu erschrecken. Was meinen Sie? Ich kann das nur als böswillige Tat tatsächlich einstempeln, weil normalerweise hätte er Herrn Smith auch wegschicken können. Er hätte ihn nicht umschießen müssen. Vielen Dank. Sie haben gesehen, dass Sie, beziehungsweise wissen sicher, dass Sie von Herrn West geschlagen wurden, nicht von einer unbekannten dritten Person, die aus dem Gebüsch gesprungen ist? Ich weiß, dass das Herr West war, weil er die ganze Zeit gegenüber von mir stand und mich angeschaut hat. Nachdem der Herr Smith zu Boden gegangen ist und da nahm einer der drei Anwesenden, hier Angeklagten, irgendwelche Anstrengungen, dem Herrn zu helfen, hat jemand das MD gerufen, erste Hilfe geleistet? Ich weiß nicht, wer das LSMD und das LSPD an diesem Abend gerufen hat. Ich weiß nur, dass die beiden beteiligten Personen da standen im Endeffekt und nichts getan haben und sich nur vom Unfallort quasi entfernt hatten, als das LSPD anrückte. Trug jemand der Anwesenden Masken? Alle drei. Folgte, nachdem das PD eingetroffen ist, Herr West allen Aufforderungen, die durch das PD gestellt wurden? Nein, also denen, bei denen ich bei war, nicht. Ich weiß nicht, was danach passiert ist, wie gesagt, nachdem ich umgeschlagen wurde. Können Sie denn als Betroffene direkt vor Ort einschätzen, wer bei der ganzen Aktion das Sagen hatte, die Hosen an, die Shots gecallt hat? Ich denke, Herr West. Danke. Und zu guter Letzt, wir wollen Sie auch nicht zu lange bemühen, es ist sicher nicht einfach, solche dramatischen Erlebnisse immer wieder wiederleben zu müssen. Deshalb die letzte Frage, haben Sie irgendwelche anderen vermummten Personen gesehen, außer die drei, die plötzlich aus irgendwelchen Gebüschen erschienen, hinter irgendwelchen Leitern und um sich schossen? Nein. Danke, dann hat die Staatsanwaltschaft keine weiteren Fragen an die Zeugen. Vielen Dank erstmal, kleinen Moment kurz.
Frau Röhms, das Gericht hat meine Verständnisnachfrage. Sie haben ja gesagt, dass der Herr, also einer der Angeklagten Ihnen sagte, dass Sie das waren. Wie war das in der Äußerung? Was haben Sie, wer hat Ihnen das gesagt? Ich kann es Ihnen jetzt nicht genau sagen, ob es der Herr Eppens oder der Herr Chapman war, aber die Vermutung liegt nahe, wie gesagt, dass es Herr Chapman war, weil der genaue Wortlaut war. Hätte ich das zu dir auch sagen müssen, als dass du keinen Schoßhund mitbringen sollst, so wie du es gestern getan hast. Oder keinen Laufburschen. Und daran konnten Sie jetzt ausmachen, dass das der, einer der Angeklagten war. Wie gesagt, ich wusste, dass es die Angeklagten sind, die hinten sitzen, Herr Eppens und Herr Chapman, weil mir Herr Eppens das dann später im Laufe des Abends noch mitgeteilt hat, dass die beiden das waren. Und das, ja, wie war die Äußerung? Was hat der Herr Eppens gesagt? Herr Eppens ist auf mich zugetreten und hat gesagt, dass er und Herr Chapman das waren, dass es ihm leid tut und dass die beiden mir bloß Angst machen wollten und sagte auch, dass halt sie nicht wussten, dass Kobe Kiras Sohn ist und sie wussten auch nicht, dass Kobe ernst machen würde und dass das Ganze nur lediglich eines Einschüchterungsversuches gleich zu gelten gehabt hätte. Hat aber beteuert, dass es ihm leid tut und dass sich nicht im Klaren waren, dass Herr West so handeln würde, wie er handelte. Bitte? Darf sie mich beim Vornamen nennen hier drin? Ich hab's immer noch nicht verstanden. Ob sie mich hier drin beim Vornamen nennen darf? Okay, vielen Dank für die Ausführungen. Darf, ja. Herr Eberdin, noch eine Frage? Tatsächlich, Hohes Gericht. Dann legen Sie los. Frau Williams, Sie benannten tatsächlich eine Zeit, wo zwei Personen sich dann vom Tatort entfernten. Ich gehe davon aus, Sie meinten dann Herrn Eppens und Herrn Chapman. Wie viel Zeit blieb denn tatsächlich zwischen dem Eintreffen des LSPDs und das Verschwinden der beiden Personen? Sie meinen jetzt das Zeitfenster, in dem das Verschwinden der Personen vonstatten ging und das Eintreffen des LSPDs, nehme ich an? Genau. Nicht sehr lange. Ich gehe auch davon aus, dass Herr Kittner das gesehen haben muss, dass sich ein Fahrzeug entfernt hat. Aber es bedarf ungefähr so Zeitfenster von 20, 30 Sekunden und dann kam das LSPD an, das hörte man schon in der Ferne und da sind die beiden dann in das Fahrzeug eingestiegen und davon gefahren. Ja, wie viel Zeit, wenn ich Sie da nochmal fragen darf, blieb oder um wie viel Zeit handelte es sich zwischen der Tat an Herrn Smith und tatsächlich das Verschwinden der beiden Personen? Da war circa nur 1 bis 1,5 Minuten dazwischen. Ja, ja. Frau Williams, inwiefern haben Sie sich denn oder haben Sie sich überhaupt bedroht gefühlt von den beiden Personen, Herrn Eppens und Herrn Chapman? Von Herrn Eppens und Herrn Chapman habe ich mich nicht wirklich bedroht gefühlt, sage ich jetzt mal so, eher von dem Herrn West, weil für mich natürlich der Herr West im Fokus stand, was er denn mit mir machen würde. Ja, würden Sie eventuell meine Frage beantworten? Haben Sie sich von Herrn Eppens oder Herrn Chapman bedroht gefühlt, ja oder nein? Nein. Keine weiteren Fragen. Super, vielen Dank für die Ausführung, Frau Williams und Herr Eberdin. Ja, West, aufgrund dessen, dass Sie keinen Verteidiger haben, möchten Sie noch eine Frage stellen an die Frau Williams? Nee, nicht wirklich, weil egal, was sie sagt, nur Scheiße aus dem Mund kommt. Das können Sie gerne denken, allerdings bitte nicht aussprechen. Also das Beleidigen brauchen wir hier im Gericht nicht, ja? Wir können eine Beleidigung, sind nur Facts, ist doch so. Aber ich hab's verstanden. Vielen Dank, Herr West, ich nehme das mal als Nein. Gut, werden noch Anträge gestellt bezüglich der Zeugen? Von Seiten der Staatsanwaltschaft nicht. Seiten der Verteidigung nicht. Alles klar, vielen Dank. Denn, Frau Williams, bleiben Sie unvereidigt. Sie dürfen dann den Zeugenstand verlassen. Bitte nehmen Sie hinten im Zeugungsplatz, im Zuschauerraumplatz, ja? Vielen Dank. Natürlich. So, Herr Staatsanwalt, Ihr nächster Antrag, bitte. Ja, vielen Dank, Hohes Gericht. Die Staatsanwaltschaft beantragt Herrn Noah Smith in den Zeugenstand zu rufen.
Dann soll es so sein. Herr Noah Smith, bitte in den Zeugenstand. Herr Smith, einen wunderschönen guten Abend. Danke, dass Sie heute da sind. Können Sie mich verstehen und wahrnehmen? Natürlich. Sehr gut. Kommen wir zunächst zu Ihrer Rechtsbelehrung. Sie sind verpflichtet, vor Gericht die Wahrheit zu sagen. Sollten Sie dies nicht tun, machen Sie sich nach Strafgesetz § 35 strafbar. Des Weiteren müssen Sie nicht aussagen, wenn Sie sich selbst belasten würden. Wenn Sie eine Frage, eine Antwort auf eine Frage nicht kennen, so sagen Sie bitte, weiß ich nicht, um keine Falschaussage zu tätigen. Haben Sie das verstanden? Ja. Okay, Ihr Name ist Dr. Noah Smith. Sie sind geboren am 16. Oktober 1990. Jawohl, und aktuell im Staate tätig als Generalstaatsanwalt. Okay, das stimmt auch mit meinen Aufzeichnungen überein, das freut mich. Dann, Herr Staatsanwalt, Ihr Zeuge. Vielen Dank, Hohes Gericht. Herr Dr. Smith, jetzt komme ich gleich zur Lieblingsfrage eines jeden Staatsanwaltes. Erzählen Sie doch mal bitte in Ihren eigenen Worten, was Ihrer Meinung nach am Morgen des 28.11. auf dem Parkplatz vor dem Atom passiert ist. Vielen Dank. Selbstverständlich. Es war so, zum späteren Abend habe ich einen Anruf von Frau Williams erhalten, währenddessen ich mit einigen Freunden auf dem Parkplatz vor der Staatsanwaltschaft mich unterhalten habe. Frau Williams bat mich darum, beziehungsweise fragte, ob ich Zeit hätte, um mich ganz kurz mit ihr zu treffen. Sie müsste mit mir reden. Das bejahte ich und also erkundigte ich mich, ob ich mich irgendwo einfinden soll. Sie nannte mir, dass ich mich doch bitte zum ACLS begeben soll, da sie sich dort befinden würde. Das tat ich auch umgehend. Als ich dann letztlich beim ACLS eingetroffen bin, war Frau Williams noch nicht da. In der Zwischenzeit, bis diese erschien, unterhielt ich mich mit einigen Mitarbeitern des ACLS, unter anderem Herrn Rangwaldson, der auch da war, und Frau Olivi. Nach etwa 20 Minuten traf Frau Williams dann ein, hatte dann einiges mit den Herrschaften vom ACLS zu bereden, bis wir dann erst zu unserem Gespräch kamen. Kurz nachdem unser Gespräch begonnen hatte, sagte sie mir, dass sie angerufen werde, und zwar von Herrn Kobe West. Ich ließ sie in Ruhe telefonieren, begab mich in der Zwischenzeit in mein Fahrzeug und wartete dort auf diese. Als sie fertig war mit dem Telefonat, sagte sie mir, dass Herr West sie dazu aufgefordert hätte, ein Treffen mit ihm wahrzunehmen, und das unverzüglich. Sie jedoch nicht wüsste, ob sie das wirklich tun sollte, da sie ein wenig Angst vor ihm hat. Letztlich habe ich ihr dann gesagt, dass ich diese Entscheidung ihr nicht abnehmen kann. Das muss in ihrem Interesse liegen, beziehungsweise das muss sie selbst wissen. Sie hat sich dann dazu entschlossen, das Gespräch wahrzunehmen. Ich habe sofort meine Hilfe angeboten, indem ich gesagt habe, ich würde diesem Gespräch ebenfalls beiwohnen, wenn das in Ordnung ist. Einfach nur, damit jemand noch ein Auge darauf hat. Das bejahte sie vorerst, sodass wir dann mit meinem Fahrzeug vom ACLS Richtung meines Haus gefahren sind. Dort wechselten wir auf ein Fahrzeug, welches nicht sofort mir zugewiesen werden kann. Sie erhielt eine 9mm Handfeuerwaffe zur Selbstverteidigung von mir. Von dort aus begaben wir uns unverzüglich in die Nähe des besagten Treffpunktes für dieses Gespräch. Diesem Punkt angekommen, wo wir uns vorerst platzierten, telefonierte sie erneut mit Herrn West und unterbreitete ihm, dass ich gerne mit dem Gespräch beiwohnen würde. Er lehnte es, so wie sie es mir sagte, jedoch ab, sie solle alleine kommen, woraufhin sie mich aufgefordert hat, doch bitte zu fahren. Und sie sich unverzüglich auf den benannten Parkplatz begab. Da ich dem aber nicht traute und auch bezweifelte, dass Herr West wirklich alleine kommt, beziehungsweise das Gespräch wirklich friedlich ablaufen wird,
bin ich mit meinem Fahrzeug einige hundert Meter weiter nördlich vom besagten Treffpunkt gefahren, habe dies dort abgestellt und bin zu Fuß Richtung Treffpunkt gelaufen. Zuerst hatte ich mich auf einem Hinterhof platziert, dort konnte ich aber das ganze Geschehen nicht überwachen, geschweige denn beobachten, weswegen ich über eine Leiter auf das Dach dieses Gebäudes geklettert bin, wo auch einige Läden drin sind. Kurz nachdem ich auf diesem Dach angekommen war und den Parkplatz erblickte, sah ich schon, wie eine rot gekleidete Person in einem rot-schwarzen Hemd und mit roter Maskierung umgehend im Laufschritt den Parkplatz verließ und in Richtung der Leiter, welche ich benutzt habe, kletterte. Er kletterte diese Leiter hoch und da das Dach sehr klein war, die Leiter der einzige Ausweg war, um von diesem Dach herunterzukommen, entschloss ich mich letztlich dazu, ihm gegenüberzutreten. Er hatte sofort eine Handfeuerwaffe in der Hand, bedrohte mich und sagte, ja, Herr Smith, das ist ja jetzt blöd gelaufen, und forderte mich mit Waffengewalt dazu auf, mit ihm gemeinsam das Dach zu verlassen. Ich bin dann vor ihm die Leiter runtergeklettert, habe jedoch unten auf ihn gewartet und nicht versucht zu fliehen, da ich ein wenig Angst hatte, dass, sollte ich einen Fluchtversuch wagen, dann umgehend auf mich geschossen wird. Weiterhin zog er mich dann, beziehungsweise forderte mich dann auf dem besagten Treffpunkt, wo Frau Williams und zwei weitere mir unbekannte und maskierte Personen standen, dem beizuwohnen, mich dorthin zu begeben. Das tat ich natürlich auch. Dort angekommen, meinte einer der maskierten Personen, welche dort vor Ort waren, zu Frau Williams, Mensch, ich dachte, du wärst alleine gekommen, dann hast du mich angelogen. Dann forderte Herr Kobe West, welcher von Frau Vivian Williams so betitelt wurde und angeblich die in Rot gekleidete Person war, forderte sie dazu auf, sich zu erklären. Als sie versucht hatte, ihm dies zu erklären, unterbrach er sie ständig, wurde sehr aggressiv, sehr laut, ergriff das Wort. Und nach etwa einer Gesprächszeit von 2 bis 3 Minuten sagte die rot gekleidete Person, welche abermals als Herr Kobe West betitelt wurde, dann begib dich sofort zum Schaufenster, darf ich dazu was sagen, oder nicht? Welches hinter dir ist. Erst begab sich Frau Williams dorthin, dies stellte die rot gekleidete Person jedoch nochmal genauer klar und forderte mich auf, dass ich mich dorthin begeben solle. Danach Fragen stellen. Das tat ich auch. Die Person ging mit gezogener Waffe einige Schritte vor. Ich begab mich dann hinterher. Ich stellte mich mit dem Gesicht an ein Schaufenster dieses benannten Ladens und erkannte aufgrund, dass es ein wenig dunkel draußen war, in der Spiegelung, dass eine Person näher an mir dran stand als alle anderen und dass etwas Rotes hinter mir war. Ich hörte dann lediglich einen kurzen Knall und ab dann, gingen die Lichter aus. Dann weiß ich nur noch, dass ich irgendwann im Medical Department aufgewacht bin, aufgrund der Uhrzeit, welche dort Zeit bzw. welche dort auf der Uhr stand, lässt sich darauf schließen, dass ich einige Stunden bewusstlos war. Herr Fehrenkamp, der behandelnde Arzt, meinte, er hätte eine Notoperation bei mir durchführen müssen, da mich 3 Schüsse in den Rücken getroffen hätten, 2 schwer in einen Lungenflügel und 1 in den Magenbereich. Er konnte die Schüsse bzw. die Kugeln aus meinem Körper entfernen, ohne dass wirklich weitere schwere Verletzungen aufgetreten sind, und konnte somit weiteres verhindern. Erzählte mir aber auch, dass ich mich jetzt einige Tage zurückhalten muss, über Nacht in Behandlung bleiben soll und er mir eine Vielzahl an Schmerzmitteln verabreichen muss und auch schon verabreicht hat, damit unter anderem die Operation, welche wohl eine längere Zeit gedauert hat, und auch die späteren Behandlungen für mich so schmerzfrei wie möglich vonstatten gehen können. Weiterhin war das so viel, wie ich dazu sagen kann.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Smith. Das war ja relativ ausführlich. Trotzdem einige Präzisionsnachfragen. Haben Sie genau sehen können, wer auf Sie schoss? Genau sehen können habe ich das nicht, da ich mich mit dem Gesicht zum Schaufenster befand. Jedoch habe ich erkennen können, dass wirklich eine Person näher an mir dran stand als alle weiteren aufgrund der Spiegelung des Schaufensters. Oh, und fürs Protokoll nochmal, diese Person war? Diese Person war eine rot gekleidete Person und da die rot gekleidete Person im vorigen Gespräch als Herr Kobe West betitelt wurde, gehe ich ganz stark davon aus, dass es sich dabei um diesen Herrn handelt. Trug außerdem mutmaßlichen Schützen und trugen noch weitere Personen vor Ort eine Maske? Alle anwesenden Personen bis auf die Frau Williams und ich trugen eine Maskierung, ja. Können Sie aus Ihrer Situation ausmachen, wer da vor Ort der Anführer war, wer die Aktion geleitet hat? Ich vermute, dass das die rot gekleidete Person, also Herr Kobe West, war, da dieser abermals das Wort ergriff und so ein bisschen, ich nenne es einfach mal, die Gesprächsführung hatte in der kurzen Zeit, die ich dort unten wirklich verbracht habe und dem Gespräch lauschen konnte. Vielen Dank. Haben Sie denn außer den beschriebenen Personen, das heißt Ihnen, Frau Williams, dem Herrn in Rot und den zwei Herren in Schwarz, noch weitere vermummte Personen gesehen vor Ort? Vermummte Personen habe ich keine weiteren gesehen, nein. Vielen Dank. Dann hat die Staatsanwaltschaft keine weiteren Fragen. Okay, vielen Dank für die ausführliche Aussage, Herr Smith. Herr Erdin, haben Sie noch Fragen? Tatsächlich ja, hohes Gericht. Dann schießen Sie los. Herr Smith, die Frage beläuft sich tatsächlich auf die zwei anderen maskierten Personen, nicht die rot gekleidete, die Sie beschrieben haben. Haben Sie sich bedroht gefühlt von diesen beiden Personen? Bedroht nicht. Ich habe nicht wahrgenommen, dass diese eine Waffe wirklich in der Hand trugen. Ich weiß nicht, ob sie eine denn bei sich trugen. Dennoch waren sie maskiert und bei diesem ganzen Vorfall dabei, weswegen ich dennoch zu dem Zeitpunkt den Gedanken hatte, dass diese auch jederzeit einschreiten könnten und zu Gewalt greifen könnten. Ich verstehe richtig, könnten, Mutmaßung. Herr Smith, wurden die beiden, ich spreche wieder von den gleichen, körperlich aggressiv oder tätig gegen Sie? Nein. Vielen Dank. Keine weiteren Fragen, Hohes Gericht. Ich habe eine Frage. Darf ich was fragen oder nicht? Ja, natürlich. Sieht auch ich will wissen, wo du ein rotes Bandana gesehen haben willst. Weil ich trage seit gefühlt einem halben Jahr mein blaues. Herr Smith. Ja? Wo hast du nur ein rotes Bandana gesehen? Theoretisch an einer gewissen Person, welche auch ein rotes Hemd getragen hat. Ach so. Und weil ich ein rotes Hemd trage, bin ich auf einmal blatt oder was und trage ein rotes Bandana? Nee, ich habe nie behauptet, dass sie deswegen ein Blatt werden oder zu einer anderen Person. Können wir mal die Linie Williams fragen, ob ich in welche Farbe mein Bandana hatte? Das hätten Sie vorhin machen können. Keine Ahnung, da hat er noch nicht gesagt, ich hätte ein rotes angehabt, weil das stimmt ja nicht. Wie gesagt, das hätten Sie tun können, als Frau Williams noch in Zeugenstadt gewesen wäre oder ist. Alright, jetzt würde er den Herrn Smith befragen, wenn Sie noch Fragen haben. Okay. Herr West, haben Sie noch Fragen an den Herrn Smith? Nö. Okay. Okay. Wer noch Anträge bezüglich der Zeugen stellt? Das ist nicht der Fall. Dann danke ich Ihnen, Herr Smith, für die ausführliche Corey? Aussage. Sie dürfen ebenfalls hinten in den Zuschauerraum. Sie sind ausnahmsweise kleiner Tipp. Du kannst Frau Williams wieder in den Zeugenstand rufen später. Alright, alles klar. So, dann weitere Anträge, Herr Staatsanwalt.
Ja, vielen Dank, Kursgericht. Die Staatsanwaltschaft beantragt Herrn Kettner, die PD 44, in den Zeugenstand zu bringen. Dann bitte einmal den Herrn Kettner in den Zeugenstand. Um genau zu sein, wenn der Staatsanwalt durch ist, ob noch weitere Anträge gestellt werden. Ich werde dann auch noch Anträge stellen. Du kannst dann später, wenn der Richter das fragt, ob noch Anträge gestellt werden, kannst du dann den Antrag stellen, die Frau Williams nochmal in den Zeugenstand zu rufen. Ja, nicht nur Williams, auch die ganzen Cops, die haben ja meine Moderne alle gesehen. Alles klar, danke. Na, also da geht das. Alles klar, top, danke dir. Mhm. Herr Gettner, schön, dass Sie heute Abend da sind. Sie können mich verstehen und wahrnehmen. So richtig. Okay. Kommen wir zunächst zu Ihrer Rechtsbelehrung. Sie sind verpflichtet, als Zeuge vor Gericht die Wahrheit zu sagen. Sollten Sie dies nicht tun, machen Sie sich nach StGB § 34 strafbar. Sie müssen nicht auch sagen, wenn Sie sich selber belasten. Und wenn Sie die Antwort auf eine Frage nicht kennen, so sagen Sie bitte, weiß ich nicht, ehe Sie eine Falschaussage tätigen. Haben Sie das verstanden? Jawohl. Gut, dann kommen wir zunächst zu Ihren Personalien. Sie heißen Harry Kettner, ist das korrekt? Das ist korrekt. Sie sind geboren am 25.01.1988. Und aktuell tätig als Lieutenant of Criminal Investigation. Welcher Institution? Das LSPD. Okay, also sind Sie PD-Officer. Ja. Alles klar, vielen Dank für diese Ausführungen. Gut, dazu sage ich gleich noch was. Gut, Herr Staatsanwalt, Ihr Zeuge. Wunderbar, vielen Dank, hohes Gericht. Herr Kettner, auch an Sie geht die Standardfrage zuerst. Erzählen Sie uns doch bitte, was am 28.11.2020 sich Ihrer Meinung nach auf dem Parkplatz vor dem Atom zugetragen hat. Selbstverständlich, hohes Gericht, sehr geehrter Staatsanwalt, verehrte Verteidigung. Als PD-Beamter war ich an dem Abend auch in der Leitstelle tätig und tatsächlich, wie es oftmals ist, hat mich kurz vor Feierabend noch ein Notruf, habe ich einen Notruf entgegengenommen. Dieser lautete, es sind Schüsse an bekannten Parkplatz, an von Herrn Staatsanwalt bekannten genannten Parkplatz gekommen. Daraufhin forderte ich die Anruferin auf, welche sich im Nachhinein feststellte, dass das Frau Liere war, sich sofort in Sicherheit zu begeben und wir wären in Kürze da. Bei Eintreffen mit meiner Streife, bestehend aus PD-19, das war der Herr O'Connor, und PD-49, der Salvatore Sorrento, haben wir auf dem Parkplatz noch einen schwarzen Paragon wegfahren sehen. Ich konnte nicht so erkennen, wer da drin saß. Dafür war die Entfernung zu weit. Aber er ist geflüchtet. Nur gegen unser Augenmerk, aber an denjenigen, der rot gekleidet und sich herausstellte, dass das Herrn West war, gegenüber von Frau Williams war, da war unser Fokus. Wir parkten unseren Streifenwagen ebenfalls und begannen uns schon den Parkplatz zu umstellen. Hä, Verdien? Die haben das Auto nicht erkennen können. Und forderten auf natürlich den Herrn West, der seine Waffe von Muss hinten zugeben, an den Hinterkopf von Frau Williams anlegte, die Waffe fallen zu lassen. Dieser forderte uns auf, sofort zu verlassen, da er sonst Frau Williams eine Kugel in den Kopf jagt. Das war, glaube ich, O-Ton. Wir haben uns Gute, der sowieso irrelevant. Sache erstmal entgegengenommen und haben uns zurückgezogen, auch in Deckung. Und dabei habe ich dann auch den Herrn Smith dort liegen sehen, im Augenwinkel. Der schien aber noch nicht lange zu liegen, vor dem Schaufenster. Wir forderten weiter auf, bis Frau Williams sagte, wir sollten jetzt erstmal die beiden reden lassen. Und somit habe ich auch erstmal gesagt, okay, um das jetzt nicht zu eskalieren und zu besprechen und ebenfalls ein Medic zu rufen oder das MD, haben wir uns kurz zurückgezogen und uns beraten. Natürlich nicht den Herrn West aus Augenmerk gelassen. Der Herr West hat auch seine Waffe während des Gespräches eingesteckt. Und zumindest sah es von meiner Position aus. Ich war südlich am Parkplatz hinter so einer Betonkübel. Irgendwann, in kurzer Zeit später, hat Frau Williams den Herrn West aufgefordert, dass sich jemand um Herrn West kümmert, welches ich dann auch getan habe. Parallel dazu ist auch der
Rettungswagen eingetroffen, welchen ich angewunken habe, und dann ging das auch schon relativ schnell, dass ich das Geschehen selber nicht gesehen habe, aber Schüsse gehört habe und Frau Williams und Herrn West am Boden gesehen habe. Daraufhin bin ich dann zu den Personen hingegangen, zu Frau Williams und Herrn West, weil mein Kollege, die 88, sich, glaube ich, um Herrn Smith in der Zeit gekümmert hat. Und ich habe dann die Erstversorgung der beiden gemacht. Oder Frau O'Leary hat sich, glaube ich, um Herrn Smith gekümmert. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Das ging alles sehr schnell da. Ja. Im Laufe des Abends, um das kurz zu überspringen, also dann war die Erstversorgung, die Verletzten wurden abtransportiert, und während der Anfahrt zum MD ging ein Telefonat ein mit einem anonymen Anruf. Ich hatte, wie gesagt, immer noch die Leitstelle tatsächlich, und da wurde mir am Telefon eine Stimme, was sich in den laufenden Ermittlungen herausgestellt hat, dass es sich dabei um Herrn Tom Eppens handelte. Hat mir dann am Telefon, zu dem Zeitpunkt aber noch anonym, gesagt, dass sie damit nichts zu tun haben und daraufhin gefahren sind. Also, dass das zu heiß wurde und sie deswegen gefahren sind. Ebenfalls haben diese ausgesagt, dass in dem laufenden Ermittlungen ist auch von den Herrn Chapman und Herrn Eppens ebenfalls gesagt worden, dass es, oder von Herrn Chapman, Herr Eppens nicht, Herr Eppens hat nicht ausgesagt, Verzeihung, Herr Chapman hat ausgesagt, dass Herr West geschossen hat auch und dass keine anderen Personen vor Ort gewesen seien. Und ich habe auch keine anderen Personen wahrgenommen. Das muss ich dazu sagen. Das ist so kurz und flink erzählt, was passiert ist den Abend. Vielen Dank, Herr Kärtner. Unternahmen, nachdem Sie eingetroffen sind, Herr West, irgendwelche Anstrengungen, dem verletzten Herrn Smith zu helfen? Erst nach der Aufforderung von Frau Williams, also er selber nicht, aber er hat es dann zugelassen, als Frau Williams ihn, glaube ich, darauf hingewiesen hat, wir müssen jetzt was machen, der verblutet sonst oder so. Ich habe das Gespräch nicht genau mitgekriegt, die haben sehr leise gesprochen, aber das habe ich mitgekriegt, dass sie gerufen hat, dass wir Smith helfen sollen, und er zugestimmt hat anschließend. Gut, selbst hat er aber nicht den Mann verletzt, versorgt. Gut. Auch die beiden, die weggefahren sind, haben ihn ja auch nicht versorgt. Die sind halt weggefahren. Gab es vor Ihrem Eintreffen und während der Situation quasi, wo Sie noch vor Ort waren, außer dem Notruf von Frau O'Leary, Ihres Wissens weiteren Notrufe? Sie waren ja die Leitstelle. Negativ. Es standen viele Zeugen ja am Ort selber. Sie haben ja, glaube ich, auch alle eingeladen. Das kann ich eben so bestätigen, dass diese vor Ort waren. Und da wir sehr, sehr schnell da waren, also ich glaube nicht, dass es 20 Sekunden waren, weil wir noch unterwegs waren, waren wir halt relativ zügig da, und es hat auch keiner mehr angerufen. Als Sie eintrafen und mit Herrn West in Kontakt traten, zeigte dieser sich kooperativ und folgte all Ihren Aufforderungen? Nee, absolut überhaupt nicht. Also er hat mir gedroht, dass wenn ich ihm näher komme und meine Waffe nicht runternehme, dass er halt Frau Williams in den Kopf schießt. Um das natürlich zu verhindern, habe ich mich natürlich zurückgezogen, und meine Kollegen, Herr Sorrento und Herr Connor, natürlich auch. Vielen Dank. Der Form halber, die Anwesenden außer Frau Williams und Herr Smith, waren die vermummt? Die anderen, nee. Nicht? Nein. Also die drei Angeklagten waren nicht vermummt? Also in der Zeugen, in den weiteren Vernehmungen, die ich, oder einmal Ermittlungen. Es geht hier gerade um die Situation vor Ort, als Sie eintrafen. Das habe ich ja nicht gesehen. Die sind ja, also ich war noch an der Anfahrt, als das Auto weggefahren ist. Also ich konnte Herr nicht... West haben Sie aber gesehen. Herr West habe ich gesehen, ja. Der war vermummt. Der war vermummt, ja. Haben Sie außerdem Herrn West und den Angeklagten... Aber den kannst du dann fragen, welche Vermummung er hatte? Noch irgendwelche dritten Personen gesehen, die Sie bei Ihrer Durchsuchung... Darf ich dich nicht verteidigen? Nein. Ausgesagt, Sie haben eine vollständige Absicherung des Geländes durchgeführt. Haben Sie noch andere Leute antreffen können, die theoretisch beispielsweise auf Herrn Smith hätten schießen können? Irgendwelche Gebüschen hinter Leitern versteckt? Negativ, nein, da war keiner. Da sind auch nicht so viele Gebüsche. Also wir haben eine Tatortbegehung anschließend nochmal, ich glaube eine Woche später oder anderthalb Wochen später gemacht, als wir alle Ermittlungsakten soweit gefüllt hatten, sage ich mal.
Und es ist relativ schwierig, jemanden nicht zu sehen, wie Herrn West damals auch schon in der Zelle betitelte, dass es ein Drive-by gab. Das kann ich ausschließen, denn die Zeugen hätten jeden, der aufs Dach geklettert ist, hätten die sehen müssen. Das hat unsere nachgehenden Ermittlungen ergeben. Gut, vielen Dank. Nachdem Sie Herrn West ins Krankenhaus begleitet haben und dann verhaftet haben, haben Sie ihn durchsucht? Ja. Was konnten Sie dabei ihm feststellen? Wir haben auf jeden Fall eine Pistole gefunden, den Schlagring, den er, glaube ich, auch gegen Frau Williams eingesetzt hat. Munition. Okay, vielen Dank. Genau. Er war also bewaffnet, ganz eindeutig. Absolut, ja. Ja, vielen Dank, Herr Gärtner. Da hat die Staatsanwaltschaft keine weiteren Fragen. Übergibt das Wort wieder der Richterschaft. Ja, vielen Dank, Herr Staatsanwalt. Herr Everdeen, haben Sie noch Fragen? Ja, Hohes Gericht. Dann legen Sie los, bitte. Herr Kettner, tatsächlich nicht direkt zu der allgemeinen Situation, sondern tatsächlich der Vorgehensweise des LSPDs. Herr Kettner, ist es richtig, dass Sie auch anonyme GPS-Koordinaten bekommen für ein Notfallsignal? Anonyme GPS-Koordinaten? Also, dass jemand, sage ich jetzt mal, von einem Handy einen Notruf absetzen kann und Sie können das in Ihrer Leitstelle sehen? Ja. Dass da was passiert ist? Ohne, dass er anruft, meine ich. Ja, ja? Ja, ja. Okay. Herr Kenner, ist es in dieser Situation, an diesem Abend, tatsächlich eventuell so gewesen, dass es mehrere davon gab? Dies kann ich nicht bestätigen. Dementsprechend gab es nur einen? Nein, also ich kann zwei waren da. Ich habe aber auch mitbekommen, dass, also von wem die stammten, weiß ich nicht. Ja, ja. Das sehe ich nicht. Aber ein Anruf war von der Frau O'Leary und das kann ich bestätigen halt. Ja, es waren aber tatsächlich mehrere Notrufe, die per, ich sag mal, Ortung eingingen. Genau, es waren zwei, mhm, genau. Mhm. Richtig, zwei. Gut, danke. Vielen Dank für Ihre Aussage. Keine weiteren Fragen, Hohes Gericht. Herr West, haben Sie noch Fragen? Kobi, jetzt kannst du fragen. Herr West? Ich habe eine Frage, ja. Ja, dann fragen Sie. Kettner, welche Farbe hatte denn mein Mandana? Da kann ich mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Okay, passt, alles klar. Okay. Werden noch Anträge gestellt bezüglich des Zeugen? Dann ist der Staatsanwaltschaft nicht. Jetzt von der Verteidigung vernehme ich ebenfalls diesen Wunsch nicht. Dann, Herr Gettner, vielen Dank für Ihre Ausführungen als Videoüberwacher, also sprich als Person des öffentlichen Lebens, ist Ihnen freigestellt, diesen Gerichtssaal zu verlassen. Sie sind aber auch gerne eingeladen, im Gerichtssaal zu bleiben, bis zur Urteilsverkündung, wie Sie das gerne möchten. Aber Sie bleiben unfeierlich und sind entlassen, ja? Vielen Dank. Vielen Dank, Hohes Gericht. Gut, haben wir noch weitere Anträge, Herr Staatsanwalt? Ja, sonst wäre uns sehr langweilig. Die Staatsanwaltschaft beantragt, Herrn Sorrento in den Zeugenstand zu rufen. Jawohl, dann Herr Sorrento, bitte einmal in den Zeugenstand. Herr Salvatore Sorrento, korrekt. Richtig? Okay. Okay. Können Sie mich verstehen und nachvollziehen oder nicht? Ja, Sie. Gut. Es kam gerade die Frage bezüglich Ihrer Personalien. Können Sie uns das nochmal entweder buchstabieren oder irgendwie mal Ausweis eventuell zeigen, weil irgendwie gibt es Unstimmigkeiten in der Schreibweise? Ja, soll ich ihn vorbeibringen? Das wäre super. Super, danke. Mach mal so. Ja.
Die Staatsanwaltschaft möchte dazu einbringen, dass es da Unstimmigkeiten in der PD-Akte gab. Wir haben das zwischenzeitlich korrigiert. Es kann aber sein, dass es tatsächlich in der Anklageerhebung noch falsch steht. Stand. Ja, ist so notiert. Danke. So, die Frage der Verständnis haben Sie ja schon beantwortet. Kommen wir zunächst zu Ihrer Rechtsbelehrung. Sie sind verpflichtet, vor Gericht die Wahrheit zu sagen. Sollten Sie dies nicht tun, machen Sie sich nach § 34 des StGB strafbar. Des Weiteren müssen Sie nicht aussagen, wenn Sie sich selbst belasten würden. Wenn Sie die Antwort auf eine Frage nicht kennen, so sagen Sie bitte, weiß ich nicht, um keine Falschaussage zu tätigen. Haben Sie das verstanden? Ja. Okay. Zunächst zu Ihren Personalien, die haben wir gerade geklärt. Sie sind der Herr Salvatore Sorrento, sind geboren am 4.8.88, ist korrekt? Ja. Und sind ebenfalls PD-Officer, korrekt? Korrekt. Okay, also meines PD ebenfalls tätig. Ja. Vielen Dank für Ihre Ausführung. Dann, Herr Staatsanwalt, Ihr Zeuge. Vielen Dank, Herr Sorrento. Erzählen Sie uns doch bitte und dem Hohen Gericht, was am 28.11.2020 auf dem Parkplatz von dem Upper Atom passiert ist. Sie, mache ich. Also, muss ich jetzt jeden fragen, ist so, wir waren, ich war mit der 44, mit dem Herrn Kettner, sowie der PD-19 auf Streife. Und dann kam laut Herrn Kettner, der zu dem Zeitpunkt die Leitstelle war, ein Notruf rein, telefonisch. Okay, top, mach wo ich. Frau O'Leary uns auf Schüsse hingewiesen hat am besagten Ort. Da sind wir dann direkt hingefahren. Es kamen dann auch zwei GPS-Koordinaten rein, direkt hintereinander. Das war laut Aussage Frau O'Leary. Und als wir dort angekommen sind, ist ein Fahrzeug, ein schwarzer, mir fällt der Name leider gerade nicht ein, so ein Sportwagen auf jeden Fall, ist weggefahren. Und die Frau West sowie der Herr West sowie die Frau Williams standen quasi mittig auf dem Parkplatz und eine Person, der Herr Smith, der lag quasi vor der Eingangstür. Hinten im Hintergrund an einem Getränkeshop standen die restlichen Zeugen. Das war Frau O'Leary, Herr Rangwaldson und Herr Müller, glaube ich. Und die haben uns kurz die Sachlage erklärt. Die PD-19 und meine Wenigkeit, wir sind dann Richtung Parkplatz mit schwerer Bewaffnung. Wo der Herr West sich dann direkt hinter die Frau Williams gestellt hat und geschrien hat, dass wir zurückgehen sollen und hatte dann zu dem Zeitpunkt eine Waffe in der Hand, eine Handfeuerwaffe. Dies taten wir. Ich bin dann quasi rückwärts auf den Treppenvorsprung gegangen und habe dann meine Waffe weiterhin auf den Herrn West gerichtet. Dieser hat dann eine Kommunikation mit der Frau Williams geführt, die wir nicht verstehen konnten, oder ich zumindest nicht. Daraufhin zog er eine Faustwaffe und schlug auf die Frau Williams ein, die dann zu Boden ging. Daraufhin wurde ich von meinem Vorgesetzten Assistant Chief zu dem Zeitpunkt PD-19 zum Eingriff aufgefordert. Dies tat ich und deckte dann den Herrn West nieder mit 3 Schüssen. Danach führten wir erste Hilfe durch und warteten auf das MD, welches von Herrn Kettner informiert wurde. Ich sicherte dann den Parkplatz unten, wo die Verletzten lagen, ab. In dem Zeitpunkt kümmerten sich die Frau O'Leary sowie Frau O'Leary und die PD-19 kümmerten sich dann in dem Fall um die Verletzten. Ja, vielen Dank, Herr Sorrento. Nachdem Sie eingetroffen sind mit Ihrer Streife, unternahm da Herr West irgendwelche Anstrengungen, dem verletzten Herrn Smith, der blutend auf dem Boden lag, zu helfen? No. Das tat er nicht.
Und sie waren zwar nicht die Leitstelle, aber sie saßen mit ihr in einem Streifenwagen. Außer Frau Olivier hat jemand den Notruf gewählt und diesen verständigt. Haben Sie da was mitbekommen? Können Sie einschätzen, wer Anführer der ganzen Aktion war? Der Herr West, den Sie ja noch antreffen konnten, schien der so, als würde er auf Anweisung von jemandem handeln? Negativ, no. Ich würde eher sagen, dass der West der Drahtzieher der Sache war. Der Herr West war der... Kurz, Herr Staatsanwalt. Herr Sorrento. Sie? Ich weiß, wir alle wissen hier im Gerichtssaal, was Sie und nur bedeutet. Allerdings würde ich Sie bitten, aufgrund dessen, dass auch Protokoll geführt wird und dass eventuell später tatsächlich in Berufung relevant werden könnte, bitte Ja und Nein zu sagen, ja? Jawohl. Vielen Dank. Denken Sie, fahren Sie fort, Herr Staatsanwalt, bitte. Ja, vielen Dank, hohes Gericht. Wo waren wir denn jetzt eigentlich? Danke. Der Herr West, nachdem Sie eingetroffen sind, zeigte der sich besonders kooperativ gegenüber dem PD? Erfüllte der alle gestellten Aufforderungen oder erschwerte er Ihnen den Art des Eingreifen eher? Wie bereits erwähnt, hat der Herr West bei unserem Eintreffen der Frau Williams direkt Waffengewalt quasi angedroht, beziehungsweise stand direkt hinter der Frau West mit einer Handfeuerwaffe, sodass von Kooperation keine Rede ist. Danke. Herr West war zu dem Zeitpunkt maskiert? Jawohl. Schön. Haben Sie andere Gangmitglieder, möglicherweise irgendwelche Roten, antreffen können, die hinter Mülltonnen versteckt hätten schießen können oder vorbeigefahren sind und aus Gebüschen schießen oder so? Negativ. Das haben Sie nicht. Gut, vielen Dank. Die Staatsanwaltschaft, keine weiteren Fragen. Super, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Herr Albertin, haben Sie noch Fragen? Herr West, haben Sie noch Fragen? Ja, dieselbe. Ich wollte fragen, welche Farbe mein Bandana hatte, ob er das noch weiß. Ja, ich habe ja die ganze Zeit mit einer Waffe auf dich gerichtet. Ja, welche Farbe hatte das denn? Rot. Hä? Also entweder waren das Blutflecken, auf jeden Fall war das rot. Warte mal, sah das zufälligerweise so aus? Negativ, das ist blau. Ah. Herr West. Ja? Ich würde Sie bitten, ne, erstmal normale Fragen zu stellen und ne, Dankeschön. Jetzt Ermahnung jetzt hier von mir aus. Ich warne dich. Haben Sie noch weitere Fragen? Die labern alle Scheiße. Du kannst die zwei hier fragen, mein Bandana war nicht rot. Hör auf jetzt, Ruhe! Herr West, okay, ich rede mit Ihnen. Was? Haben Sie noch weitere Fragen an den Zeugen? Nein, den Zeugen nicht. Gut. Werden noch Anträge gestellt bezüglich des Zeugen? Seitens der Staatsanwaltschaft. Warte, erstmal no joke, ihr zwei. Nein, danke. Ich bin deine auf. Halt die Schnauze jetzt. Nein, ich hab nicht die Schnauze. Herr Sorrento, dann danke ich für Ihre Ausführungen und für Ihre Aussage. Sie als LSPD-Officer, Person des öffentlichen Lebens, ist es freigestellt, den Gerichtssaal zu verlassen. Herr West, bitte bleiben Sie auf Ihren... Euer Ehren. Entschuldigung, dass ich das gerade unterbreche, aber ich muss Sie mit nach hinten nehmen, weil er scheint nicht auf... Warum denn die alles scheiße? Er hört nicht auf, dazwischen zu reden. Ich werde ihn wieder reinholen, wenn Sie das fordern, ja? Wir können ohne den Herrn West nicht weitermachen. Die Trash-Talken alle. Soll ich zugehen, dann kann ich gehen, oder? Okay, dann lasse ich ihn hier nur, dann bleibe ich aber bitte hinter ihm stehen, weil es bringt sonst nichts. Alles Missgeburten, Digga. Ja. Herr West. Ja, was denn? Ich habe Ihnen gerade eben schon die letzte Ermahnung gegeben. Was passiert, wenn ich noch eine bekomme? Dann wird's teuer. Ich habe kein Geld. Ruhe jetzt. Ich setz dich das fest, mein Freund. Ist mir egal, ob sie kein Geld haben oder nicht. Oh, die labern alle Scheiße, also, Mann. Bitte Ruhe. Erst reden, wenn ich sie dazu auffordere. Ist das angekommen? Ja, ja. Das heißt nicht ja, ja, sondern das heißt ja. Ist das angekommen? Bitte. Ja, 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 alles gut. Herr Sorrento, Sie als Person des öffentlichen Lebens, aufgrund dessen, dass Sie im SPD tätig sind, ist es freigestellt, dieser Gerichtsverhandlung beizuwohnen oder Sie zu verlassen. Vielen Dank für Ihre Ausführung nochmal. Als Zeuge bleiben Sie unfeierlich und können dann den Zeugenstand verlassen. Mr. Rede leise. Oh, ich rede doch leise. Halt die Schnauze jetzt. Oh. Werden noch weitere Anträge gestellt von der Staatsanwaltschaft? Ja, oder? Die Staatsanwaltschaft beantragt den Angeklagten Herrn Chapman in den Zeugenstand zu rufen.
Aufgrund dessen, dass Herr Chapman, der Rechtsverstand, Herr Everdeen, vorhin die Aussage verweigerte, frage ich jetzt nochmal Herr Everdeen und Herr Chapman, möchten Sie jetzt aussagen? Ja, bitte. Oder weiterhin, okay, gut. Herr Chapman, es ist Ihnen überlassen, ob Sie neben Ihrem Verteidiger stehen bleiben oder in den Zeugenstand kommen. Wie möchten Sie das machen? Ich bleibe hier stehen. Ich möchte gerne hier stehen bleiben. Okay, dann bitte laut und deutlich reden, sodass alle das vor allem wir hier vorne mitbekommen, ja? Ja. Sie können mich verstehen und wahrnehmen. Bitte das mit dem Bandana, Alter. Ja. Muss ich Sie fragen. Okay, kommen wir zunächst zu Ihren Personalien. Zu Ihrer Rechtsbelehrung. Sie heißen Herr Axel Chapman, ist das korrekt? Axel Chapman, ja. Axel Chapman. Okay, also korrekt. Sind geboren am 25.01.1988. Und aktuell tätig als Angestellter des Galaxies. Okay. Kommen wir dann. Wobei, ich wollte erst die Rechtsbelehrung machen. Egal, wenn wir sie machen, jetzt die Rechtsbelehrung. Sie sind verpflichtet, vor Gericht die Wahrheit zu sagen. Sollten Sie das nicht tun, machen Sie sich nach StGB § 34 strafbar. Sie müssen natürlich nicht aussagen, wenn Sie sich selber belasten. Und als Angeklagter oder beziehungsweise Beschuldigter haben Sie zu jeder Zeit das Recht, die Aussage zu verweigern, sollte Ihnen eine Frage, sollten Sie eine Frage nicht beantworten möchten. Haben Sie das verstanden? Verstanden. Dann, Herr Staatsanwalt, Ihr Zeuge in dem Sinne. Ja, wunderbar, vielen Dank. Herr Chapman, wollen Sie dem Hohen Gericht und mir nochmal genau erklären, warum Sie sich am 28.11. mit der Frau Williams unterhalten wollten? Ich wollte einfach nur Sie eigentlich quasi, eigentlich warnen wollen. Warnen? Wovor? Was sie für Mist gebaut haben soll. Dass sie damit aufhört. Weil ich ja persönliche Differenzen mit ihr schon hatte, die aber eigentlich meiner Meinung nach geklärt waren. Okay, und wenn Sie sagen waren, dann haben Sie Konsequenzen angedroht, oder? Nein, ich habe sie bis dato ignoriert. Sie haben also nicht vor was Speziellem gewarnt? Nein. Wer war denn außer Ihnen noch vor Ort auf diesem Parkplatz? Der Herr Eppens und der Herr West. Beiden Opfer, nehme ich an? Ja, wie sich nachher herausstellt, also Frau Williams und später der Herr Smith, oder wie der heißt. Können Sie fürs Protokoll nochmal sagen, auf was für ein Fahrzeug Sie an diesem Tag unterwegs waren? Mit meinem schwarzen Fahrzeug. Mit Ihrem schwarzen Fahrzeug. Und warum waren Sie maskiert? Damit mich nicht jeder direkt erkennt. Ah, gut gespielt. Und nachdem Schüsse gefallen sind, haben Sie ja den Tatort nach den Zeugenaussagen, die wir heute gehört haben, verlassen. Können Sie uns nochmal erklären, warum genau Sie geflohen sind? Weil mir schon vorher so die Knie geschlottert haben quasi. Und ich damit nicht gerechnet habe, dass sowas passiert. Sie haben also nicht einfach gerechnet, einfach, dass... Nein, gar nicht. Dass jemand versucht, jemanden umzubringen. Nee. Haben Sie... Der sagte, die Knie haben ihn schon geschlottert. Warum? Wie, hatten Sie Angst vor was? Haben Sie irgendwie, hat sich abgezeichnet, dass sich eine Gewalttat andeutet, oder? Nö, die Stimmung, die da war, war so schon recht aufgeladen. Okay. Vielen Dank, Herr Chapman. Dann habe ich keine weiteren Fragen, aber möglicherweise Ihr Verteidiger oder Sie möchten noch was aussagen. Hier gebe ich das Wort. Okay, vielen Dank, Herr Staatsanwalt. Herr Chapman oder Herr Everdeen, wenn Sie möchten, können Sie weitere Aussage tätigen. Wollen Sie dies tun? Nein, danke. Nein. Okay. Gut, dann danke ich für die Ausführungen. Werden noch Anträge bezüglich des Zeugen, beziehungsweise des Angeklagten gestellt? Vermutlich nicht, nehme ich an. Ja, der Antrag auf Vereidigung wäre ja sinnlos. Also ja, nein. Genau, richtig. Alles klar. Gut, dann danke ich für die Ausführungen nochmal. Sie können wieder Platz nehmen und beziehungsweise da bleiben, wo Sie sind, beim Unfeierlicht. Werden weitere Anträge gestellt seitens der Staatsanwaltschaft? Ja, zuerst würde ich einmal beantragen, einen Schluck aus der Schnabeltasse hier nehmen zu dürfen, sonst steht es nicht. Stattgegeben. Dankeschön. Und dann würde ich weiterhin beantragen, Herrn Müller in den Zeugenstand zu rufen. Okay, na dann schicken Sie den Müller rein. Eppens?
Herr Benz? Ja. Herr Müller. Du hast ja noch einen stillen Notruf per Handy abgesendet, ne? Natürlich. Das, ja, man, Herr Müller, Sie heißen... Okay. Jetzt machen wir es richtig. Zu Ihrer Rechtsbelehrung. Sie sind verpflichtet, vor Gericht die Wahrheit zu sagen. Sollten Sie dies nicht tun, machen Sie sich nach § 34 des Strafgesetzbuches strafbar. Natürlich brauchen Sie nicht aussagen, wenn Sie sich selbst belasten würden. Sollten Sie die Frage auf eine Antwort, andersrum, sollten Sie die Antwort auf eine Frage nicht kennen, so sagen Sie bitte, weiß ich nicht, um keine falsche Aussage zu tätigen. Haben Sie das verstanden? Ich habe alles laut und deutlich verstanden. Das freut mich. Herr Müller, Sie heißen Jürgen mit Vornamen, ist das korrekt? Das ist korrekt. Sind geboren am 8.8.1990. Und überraschenderweise tätig als Anwalt. Wie gesagt, überraschenderweise. Ja. Herr Müller, vielen Dank für die Ausführung. Dann Herr Staatsanwalt, die Zeuge bitte. Ja, wunderbar, vielen Dank, Herr Müller. Wir haben bei der Polizei eine schriftliche Aussage abgegeben. Ist das korrekt? Das ist korrekt. In dieser schriftlichen Aussage sagen Sie, Sie haben ein Telefonat mit der Frau Williams geführt. Ist das auch korrekt? Können Sie mir und dem Hohen Gericht schildern, welchen Eindruck Frau Williams bei diesem Telefonat am 28.11. um 0.02 Uhr auf Sie gemacht hat? Also erstens war sie ziemlich verängstigt, fast auch sogar zu sagen in Tränen ausgebrochen. Sie sagte, dass sie ihr letztes Stündlein schlagen würde und dass sie ziemlich Angst hätte, zu einem Gespräch zu fahren. Ja, vielen Dank. Können Sie uns dann schildern, Sie sind ja wohl nach dem Telefonat, nach Ihrer Aussage, dazu den Parkplatz gefahren zum Fraglichen. Können Sie uns schildern, was Sie genau da gesehen haben? Ja, und zwar stand ein grünes Auto, das war das Auto von Herrn Asker Rangwaldson, sowie mein Wagen, ein bisschen weiter vom Tatort entfernt, auf dem Parkplatz, dort wo Frau Williams und wahrscheinlich Herrn West stand, war ein Wagen, das war der Wagen, wo Herrn West angefahren ist, ein zusätzlicher Wagen kam dazu. Frau Williams unterhielt sich kurz mit Herrn West. Die beiden Personen standen da eher so, als würden sie nichts machen, aber sie waren halt da. Nach einer kurzen Zeit ist Herrn West das Gebäude abgegangen und hat auf dem Dach Herrn Smith gefunden. Dieser ergab sich, das konnte ich von meinem Auto vom Parkdeck soweit auch erkennen. Dieser wurde soweit bedroht von Herrn West, nach unten begleitet und auf den Parkplatz gestellt. Nachdem Herrn Smith auf den Parkplatz gestellt wurde und mit Herrn West und Frau Williams gesprochen hat, bin ich zu Herrn Rangwaldson gegangen und habe mit ihm gesprochen, was da passiert und dass sie Herrn Smith dort jetzt hingestellt haben. Nach einer kurzen Zeit, nachdem ich mich mit Herrn Rangwaldson unterhalten habe, fielen ungefähr 3 bis 4 Schüsse, wie Sie aus meiner Aussage entnehmen konnten. Und ja, dann wusste ich nicht, was mit Herrn Smith oder mit der Frau Williams passiert ist. Daraufhin habe ich einmal den Notruf vom LSMD angerufen und einmal ein Dispatch abgesetzt. Vielen Dank. Sie haben also einen der Dispatches abgesetzt, die an die Polizei gingen, ja? Nein, oder? Nur MD. Sie haben also einen MD-Dispatch abgesetzt. Genau. Nachdem die Schüsse gefallen sind, die haben Sie ja gehört, haben Sie irgendjemanden den Tatort verlassen sehen, beziehungsweise diesen Parkplatz? Nicht direkt, erst nachdem die Schüsse gefallen sind, ungefähr plus minus 30 Sekunden, sind dann die beiden in dem Fluchtfahrzeug losgefahren. Darauf weitere 30 Sekunden kam dann sogar schon die Polizei an und hat sich die Lage angeguckt, wie es gerade dort aussieht. Einen Moment, ganz kurz. Ich habe vor Anfang der Verhandlung darauf hingewiesen, wenn Sie jetzt bitte nicht mehr funken würden da hinten. Die Security hat bitte da ein Auge drauf. Wenn das nochmal vorkommt, dann werden Sie dem Gerichtssaal verwiesen. Das ist hoffentlich angekommen. Legen Sie weiter, fahren sofort, Herr Müller. Entschuldigung, bitte. Wo war ich stehen geblieben? Ja, Sie haben das im Prinzip beschrieben, dass das schwarze Fahrzeug wohl den Tatort verließ. Außer diesem schwarzen Fahrzeug haben Sie niemanden den Tatort nach den Schüssen verlassen sehen? Irgendwelche Unbekannten, Nein. Maskierten, die in Gebüsche gesprungen sind? Nein. Okay, vielen Dank.
Haben Sie sehen können, dass einer der drei Herren, die da vor Ort waren, noch während die Schüsse abgeben wurden, irgendwelche Anstrengungen unternommen haben, dem Verletzten zu helfen? Nein, diese waren sogar, wie ich im Nachhinein, wie sie ins Auto gestiegen sind, konnte ich ungefähr erkennen, dass sie nicht komplett zittrig waren, aber sie waren nicht sehr überzeugt davon, was passiert ist. Haben Sie denn irgendwelche Gesprächsfetzen mit aufgreifen können? Nein, das war viel zu weit weg. Ich stand halt am Parkdeck an mein Auto, beziehungsweise habe ich mich kurz vorher noch mit Herrn Rangwaldson unterhalten. Deswegen konnte ich nichts vom Gespräch mitbekommen. Und auch auf diesem oberen Parkdeck stand jetzt nicht noch ein fünftes unbekanntes Auto von irgendjemandem? Nein, sonst hätte ich mich dort nicht hingestellt und hätte mich in die Gefahr gegeben. Das klingt sehr vernünftig. Staatsanwaltschaft hat an den Zeugen keine weiteren Fragen. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt. Herr Kollege Evelyn, haben Sie noch Fragen an den Zeugen? Eine Frage hätte ich, ja. Ja. Legen Sie los. Herr Müller, Sie sagten gerade tatsächlich aus, dass Sie ein Gespräch nicht wahrnehmen konnten, aufgrund, dass Sie viel zu weit dafür weg waren. Sie konnten aber tatsächlich erkennen, dass ein weit entfernter Mensch nicht am Zittern oder ängstlich war? Also ein Mensch, der war in Rot gekleidet, der war für mich der Gesprächsführer auch. Der war halt komplett von der Tat überzeugt, währenddessen die beiden anderen flüchtig in den Wagen gestiegen sind und eigentlich gar keine Lust auf diese Situation hatte. Vielen Dank, keine weiteren Fragen. Ja, okay, danke. Herr West, haben Sie noch Fragen an den Zeugen Müller? Nö, warum auch? Okay. Gut, dann Herr... Achso, Entschuldigung. Okay. Werden noch Anträge gestellt bezüglich des Zeugen? Seitens der Staatsanwaltschaft nicht. Nein. Nein, danke. Demnach auch nicht von Herrn West. Alles klar, weiß ich so Bescheid. Vielen Dank. Herr Müller, Sie bleiben unvereidigt und können wieder hinten im Zuschauerraum Platz nehmen. Vielen Dank. Werden noch weitere Anträge gestellt? Ja, die Staatsanwaltschaft beantragt, Frau Olivier in den Zeugenstand zu rufen. Dann bitte einmal die Frau Olivier in den Zeugenstand. Hallo. Frau Olivi, guten Abend. Sie können mich verstehen und wahrnehmen, ja? Ja. Das dufte. Dann, Frau Olivi, kommen wir einmal zu der Rechtsbelehrung. Sie sind verpflichtet, vor Gericht die Wahrheit zu sagen. Sollten Sie dies nicht tun, machen Sie sich nach § 34 des Strafgesetzbuches strafbar. Das Weitere müssen Sie nicht aussagen, wenn Sie sich selbst belasten würden. Wenn Sie die Antwort auf eine Frage nicht kennen, so sagen Sie bitte, weiß ich nicht, um keine Falschaussage zu tätigen. Haben Sie das verstanden? Ja. Okay, kommen wir zum Nichts. Zu Ihren Personalien. Sie heißen Faye Olivi, ist korrekt? Ja. Sind geboren am? Am 4.5.96. Und aktuell tätig als? Tätowiererin. Tätowiererin, okay. Vielen Dank bis dato. Dann, Herr Staatsanwalt, Ihr Zeugen. Vielen Dank, Frau Olivi. Könnten Sie uns bitte in Ihren Worten schildern, was Sie mitbekommen haben am 28.11. auf diesem Parkplatz vor Upper Ettern? Wir standen halt nicht direkt auf dem Parkplatz, sondern wir sind als erstes dort gewesen und haben uns mit dem Fahrzeug in der Seitenstraße bei dem 24-7-Geschäft unter die Laterne gestellt. Und sind im Fahrzeug verblieben. Als nächstes ist Herr Müller mit seinem Fahrzeug vorgefahren, hatte kurz vor uns gehalten und ist dann auf den oberen Parkplatz gefahren, hat sich dorthin gestellt. Kurze Zeit später ist ein weiteres Fahrzeug gekommen und unten hingefahren, auf den unteren Parkplatz.
Ich kann für mich neben nur sagen, ich saß halt im Fahrzeug und hatte keinen Blick auf den unteren Parkplatz. Ich habe das zweite Fahrzeug, was auf dem Parkplatz gefahren ist, nicht mitbekommen. Habe aber gesehen, dass hinter dem Fahrzeug von Herrn Müller in der Laterne zwei Personen zu sehen waren und eine Person war rot gekleidet und die sind in die Gasse verschwunden. Und ich weiß, dass man durch diese Gasse nach unten kommt. Kurze Zeit später ist halt ein Schusswechsel, sind Schüsse gefallen und Herr Müller und Herr Rangwaldson sind halt ausgestiegen und haben nachgesehen. Ich bin im Auto geblieben, habe das PD angerufen und habe ab Annahme des Notrufs direkt zwei Dispatches gesendet und mich noch am Telefon dafür entschuldigt bei der Leitstelle, dass ich aus Versehen vor Aufregung zwei Dispatches gesendet hatte. Nach dem Auflegen war das PD-Fahrzeug fast sofort da. In der Zwischenzeit, während ich telefoniert habe, bin ich ausgestiegen und bin aber hinterm Auto in Deckung geblieben. Konnte somit aber noch sehen, dass ein Fahrzeug unten den Parkplatz verlassen hat beim Aussteigen. Das war kurz bevor die PD-Streife vor Ort war. Und ich bin danach die ganze Zeit in Deckung geblieben. Also ich bin erst aus der Deckung gekommen, nachdem das zweite Mal Schüsse gefallen sind. Und mein Mann mir gesagt hat, dass ich jetzt aus der Deckung hervorkommen kann. Dann bin ich runter auf den unteren Parkplatz, habe zwei Personen dicht beieinander vorgefunden und PD-Officer und habe erstmal dort nach den Wunden geschaut, die soweit versorgt und dann den Herrn Smith ein Stück weiter weg an der Hauswand vorgefunden und den versorgt, bis das MD mit Fahrzeugen vor Ort eingetroffen ist. Das war so in etwa, was ich, woran ich mich noch erinnere und was ich so mitbekommen hatte. Gut, vielen Dank. Verständnisnachfrage. Sie haben gerade gesagt, Sie haben sowohl einen Notruf ans PD geschickt, telefonisch quasi, also Sie haben angerufen, als auch zweimal über die Handy-App. Okay. Genau. Also insgesamt quasi dreimal ein Telefon. Ja, und vor Aufregung halt zweimal draufgeklickt. Ja, das passiert schon mal. Sie haben den verletzten Herrn Smith sehen können, nachdem geschossen wurde, oder lag der außerhalb Ihres Sichtfelds? Erst als ich nach dem zweiten Schusswechsel auf den unteren Parkplatz runtergelaufen bin, habe ich ihn gesehen. Okay. Als Sie die überbrückende Behandlung bis zum Eintreffen des MDs übernommen haben. Haben Sie da sehen können, dass Herrn Smith vorher schon geholfen wurde? Waren da schon verwendete Pflaster oder so neben ihm? Tatsächlich bin ich runtergekommen und ein Officer stand bei ihm und hat Wunden zugedrückt. Okay, aber weitere Behandlungsschritte konnten Sie nicht feststellen? Nein. Ja, vielen Dank. Dann hat die Staatsanwaltschaft hier erstmal keine weiteren Fragen. Vielen Dank. Herr Staatsanwalt und Frau Levy, hat der Herberdin noch Fragen? Eine weitere Frage, Hohes Gericht. Dann fragen Sie einmal. Frau O'Leary, ich orientiere mich da mal an meinen werten Kollegen. Verständnisfrage. Wie viel Zeit, denken Sie, war zwischen den Schüssen und dann dem Eintreffen des LSPDs? Nicht mal eine halbe Minute. Vielen Dank, keine weiteren Fragen. Frau Liebe, die Verständnisfrage fürs Gericht. Nochmal, wie meine beiden Kollegen das auch schon getan haben.
Sie haben nach Ihrer Aussage gerade eben drei Dispatches gesendet. Zwei ins PD, ein. Bitte? Zwei ins PD, zum PD. Ich habe beim PD angerufen und dann kann man noch trotzdem noch die Handy-App betätigen und da habe ich zweimal auf den Notruf fürs PD geklickt. Aber keinmal ins Handy. Nein. Okay. Gut. Dankeschön. Werden noch Anträge an die Zeugin gestellt, bezüglich der Zeugin? Hohes Gericht, nicht aufgrund der Zeugin, aber ich beantworte. Ja, ich sehe es. Danke. Wir unterbrechen kurz, bis der Herr West wieder da ist. Ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es läuft relativ gut. Ja, würde ich auch so sehen. Der Staatsanwalt, momentan Staatsanwalt, er ist ja eigentlich Richter, geht sehr auf den Herrn West, nicht auf euch beide. Ja, es war aber auch alle Zeugenaussagen bis jetzt so. Ja, teils, teils. Manche haben es so ein bisschen unter die Blume. Okay. Ich kenne den Richter gut. Der hört auf sowas. Aber warten wir mal ab, ich muss ja auch noch ein Plädoyer halten und Herr Eppens muss ja auch noch aussagen. Ja. Aber es hat niemand gesagt, dass MD, also Eppens hat das ans MD abgeschickt. Ja. Und was meinst du, warum der Richter gerade gefragt hat, explizit, ob es einen Dispatch an das LSMD gab? Ich gehe ganz stark davon aus, dass er weiß, wie viele Dispatches an das LSMD gingen und ihm tatsächlich noch einer fehlt. Deswegen hat er so explizit nochmal nachgefragt. Das ist gut. Also gut für uns eigentlich, ne? Ja, definitiv. Das Einzige, was gegen euch jetzt momentan gerade noch, außer der Vermummung, das habe ich euch aber schon von Anfang an gesagt, dass ich die nicht rauskriege, gegen euch im Gespräch momentan eigentlich nur noch sein dürfte, ist die unterlassene Hilfeleistung. Ja. Ich glaube, die wird auch schwierig abzuwägen. Deswegen bin ich gerade die ganze Zeit dabei, zu fragen, wie lange tatsächlich die Situation zwischen den Schüssen und das Eintreffen des LSPDs war. Ja, ich gehe einfach. Nicht mal ein paar Sekunden. Richtig, ich gehe nämlich einfach nur darauf hinaus, dass ihr. Situationsbedingt Panik weg. Ja, ne? Genau. Jeder Mensch reagiert anders bei so einer Situation. Ihr habt an Eigensicherheit gedacht, Panik weg und habt dann trotzdem noch einen Notruf abgesetzt fürs LSMD. Genau. Ne? So will ich da ja rangehen. Puh, gut, schauen wir mal. Ja. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja. Aber das nochmal bei so einer Gerichtsverhandlung. Ja, vor allem, weil die ja so Massen an Zeugen haben. Oh, das ist noch wenig. Normalerweise sitzen wir hier 3-4 Stunden. Oh Gott. Mhm. Also kann gerne mal passieren. Nein, also kann gerne mal passieren, dass es so lange dauert. Ja. Muss nicht immer. Aber ist, glaube ich, jetzt noch ein weiter Zeuge draußen, ne? Ja, Herr Rangwölzon selber. Genau. Und Herr Eppens dann noch. Genau. Ach ja, genau, zwei. Und wenn es der Herr West wirklich noch durchzieht und die Frau Williams dann noch. Ja, wenn wir gleich sehen. Das werden wir dann sehen. Aber Frau Williams nicht, ist so. Nee, ich weiß, was du meinst.
Ja, habe ich was verpasst oder so? Nö, Unterbrechung. Oh, okay, wegen was? Weil du nicht da warst. Ich bin wieder da. Weil du Kopfschmerzen hattest. Achso. Ich auf einmal stehen, ich dachte so, voll, keine Rede. Ja. Haben wir vernommen, dankeschön. Wir waren dabei stehen geblieben, Herr Wüst. Ich habe vergessen, Sie zu fragen. Möchten Sie noch Fragen an die Frau Olivier stellen? Faye. Welche Farbe hatte das Bandana von der Person im roten Hemd? Das konnte ich nicht sehen. Das rote Hemd war halt, oder die rote Kleidung war nur sehr stark zu sehen unter der Laterne. Aber die Maske hast du nicht gesehen? Nein. Alles klar, danke. Gut, wenn noch Anträge zu. Bezüglich des der Zeugin gestellt. Das sieht nichts aus. Dann, Frau Liebe, Dankeschön für Ihre Aussage. Sie dürfen mitten im Zeugstand im Zuschauerraum Platz nehmen. Sie bleiben unfeierlich. Genau. Werden noch weitere Anträge gestellt? Ja, die Staatsanwaltschaft hätte noch einen letzten Beweismittelantrag. Schießen Sie los. Die Staatsanwaltschaft beantragt Herrn Rangwaldson in den Zeugenstand zu rufen. Welche eine Überraschung. Herr Rangwaldson, bitte in den Zeugenstand. Ich bin immer für eine Überraschung gut. Herr Rangwaldson, können Sie mich verstehen und wahrnehmen? Aber natürlich. Das ist super. Erstmal vielen Dank für die Geduld, das hat noch etwas länger gedauert. Okay. Zunächst erstmal zu Ihrer Rechtsbelehrung. Sie sind verpflichtet, vor Gericht die Wahrheit zu sagen. Sollten Sie dies nicht tun, machen Sie sich nach § 34 des Strafgesetzbuches strafbar. Sie müssen aber nicht aussagen, wenn Sie sich selber belasten würden. Wenn Sie die Antwort auf eine Frage nicht kennen, so sagen Sie bitte, weiß ich nicht, um keine Falschaussage zu tätigen. Haben Sie das verstanden? Ja. Das ist schön. Dann kommen wir zu Ihren Personalien. Sie heißen Askiel Rangwaldson, richtig ausgesprochen, richtig? Sehr wohl. Super, bin begeistert. Sie sind geboren am? 24.04.87. Auch das stimmt mit unseren Aufzeichnungen überein. Und aktuell tätig als? Ich bin Inhaber von Flying Adventures. Auch das ist eine große Überraschung. Dann, Herr Staatsanwalt, Ihr Zeuge, bitte. Ja, vielen Dank, Hohes Gericht. Vielen Dank, Herr Rangwaldson, dass Sie heute erschienen sind. Schildern Sie uns doch bitte in Ihren Worten, was am 28.11.2020 Ihrer Meinung nach auf dem Parkplatz vor dem Atom passiert ist. Ja, wir haben uns, also meine Frau und ich haben uns mit unserem Fahrzeug in der Nebenstraße auf den Parkplatz gestellt unter der Laterne, da bei dem 24-7. Und nach kurzer Zeit kam dann der Herr Müller, der sich kurz vor uns gestellt hatte und dann rüber auf den oberen Parkplatz gefahren ist und dort dann geparkt hat. Dann nach einiger Zeit kam Herr Müller dann zu uns zum Auto. Wir haben uns kurz unterhalten und dann waren auch schon Schüsse zu vernehmen. Daraufhin bin ich dann aus dem Auto gesprungen mit dem Herrn Müller Richtung dieses Mall-Parkplatz oder dieses Einkaufsparkplatz davor, also den unteren Parkplatz da in diese Richtung zu laufen. Als wir dann gesehen haben, dass sich dort vier Personen befanden und wir nur zu zweit waren, habe ich gesagt, dann drehen wir wieder um und entfernen uns langsam. Weil das wäre eher nicht sinnig gewesen.
Dann sind wir im Grunde, haben wir uns dann wieder langsam zurückgezogen. Und kurz darauf kam dann auch von dem Parkplatz ein dunkles Auto weg. Kann ich genau sagen, was für eine Art von Auto, das weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall ein dunkles Auto. In meiner Erinnerung, ich weiß es nicht, es ging so in Richtung Sultan Classic oder sowas, irgendwie so. Es war recht dunkel. Das waren dann keine 30 Sekunden später oder sowas, kam dann auch schon das PD um die Ecke gefahren. So ging es dann halt weiter, ne? Das PD ist dann ausgestiegen, hat sich halt positioniert. Die einen standen hier, die anderen da. Ich bin dann mit dem Herrn Müller noch einmal zum Herrn Connor hingegangen, der uns dann gesagt hat, wir sollen ein bisschen auf Abstand gehen. Auf dem Parkplatz stand dann halt nur noch eine rot gekleidete Person mit der Frau Williams. Ich habe nicht gehört, wer mit wem kommuniziert hat und worüber und wer was gesagt hat. Es war dann auf jeden Fall nur noch so, dass Frau Williams halt irgendwas, einen Schlag an den Kopf gekriegt hat, ist zusammengebrochen und dann haben die Polizisten auch schon geschossen. Und dann ging alles ganz schnell. Da bin ich dann zu meiner Frau, habe gefragt, ob sie schnell eben runterlaufen kann, erste Hilfe leisten, weil der Herr Connor mich darum gebeten hat, ob jemand erste Hilfe leisten kann. Und dann bin ich halt zu meiner Frau und habe sie gefragt, ob sie runterlaufen kann. Dann kamen auch schon die Rettungswagen und im Grunde war dann auch schon wieder alles vorbei. Ja, vielen Dank, Herr Rangwaldson. Haben Sie denn sehen können, die anwesenden Herren, waren die maskiert? Ganz ehrlich, von der Ecke, wo ich stand, die Entfernung, habe ich keinerlei Maskierung. Es waren zwei schwarz gekleidete und eine rot gekleidete Person, das habe ich gesehen. Aber ich habe von keinem eine Maskierung gesehen. Geschweige denn, selbst wenn sie nicht maskiert gewesen wären, hätte ich mit Sicherheit auch keine Gesichter erkennen können. Also auf die Entfernung habe ich nichts erkennen können. Sie standen also einfach zu weit weg, um zu sehen, ob die Herren maskiert waren oder nicht. Genau. Haben Sie denn trotzdem sehen können, möglicherweise nachdem Herr Smith zu Boden ging nach den Schüssen, ob irgendjemand zu ihm eilte und erste Hilfe leistete oder sowas? Haben Sie sowas erkennen können? Nein. Also als wir, nachdem die Schüsse gefallen sind, sind wir hingelaufen und diese vier Personen, die sich noch auf dem Parkplatz befunden haben, standen auch mitten auf dem Parkplatz. Also ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht gesehen, dass der Smith da hinten vor dem Schaufenster lag. Mir ist nur hinterher dann gesagt worden, der liegt da. Und wie gesagt, also die standen alle vier mitten auf dem Parkplatz. Dann erstmal unabhängig von den Vorkommnissen auf dem Parkplatz selbst. Sie sagten aus, Sie können beschreiben, was Herr West an diesem Tag im PD trug. Der sei ihm wohl schon mal untergekommen an dem Tag. Können Sie sich daran erinnern? Ich war nicht, vielleicht zwei Stunden vorher, kam er mit roter Kleidung ins PD und wollte sich da bewerben, weil wir standen mit dem Herrn Connor da, wir hatten uns über eins meiner Events unterhalten und er kam dann halt rein und wollte sich beim Herrn Connor beim PD bewerben. Kam mir jetzt nicht ernst gemeint vor, da trug er auch ein rotes Hemd und ein rotes Bandana. Okay, und das deckt sich ungefähr mit dem, was Sie dann sahen später, dass er am Ende... Zumindest das rote Hemd, ja. Rot-schwarz kariertes Hemd, ja. Vielen Dank. Dann hat die Staatsanwaltschaft erstmal keine weiteren Fragen. Gut, vielen Dank. Dann werfe ich den Ball zur Verteidigung. Möchten Sie noch Fragen stellen? Keine Fragen, Hausgericht. Herr West, möchten Sie noch Fragen stellen? Wie kommst du auf die Idee, dass es ein rotes Bandana war? Ich meine, der letzte Blatt, mit dem ich gechillt habe, ist Ray fucking Jackson. Rest in peace an den. Und dem habe ich mein rotes Bandana gegeben. Heißt, seitdem habe ich kein rotes Bandana mehr. Ich will wissen, wo ihr alle ein rotes Bandana gesehen habt. Ich hatte ein rotes Hemd an, ja, das stimmt, aber mein blaues Flair. Ja, aber als wir im PD gestanden sind, bist du mit einem roten Bandana reingelaufen. Ich hab nicht meins auf.
Wahrscheinlich ich kam mit Bandana natürlich. Wie Mann. Du bist ich habe kein rotes Bandana seit 6 Monaten nicht mehr. Herr West, ja. Herr Rangmazon, einen Moment. Ja, Herr West, gut. Stellen Sie bitte Fragen, die der Herr Rangmazon bitte beantworten kann, ohne Ihnen irgendwas zu stellen. Dann haben Sie keine Fragen mehr, richtig? Nein, sonst nicht. Alles klar, dann vielen Dank. Gut, Herr, also Entschuldigung, werden noch Anträge bezüglich des Zeugen gestellt? Nein, der Staatsanwaltschaft nicht. Nein, danke. Okay, das ist dann dementsprechend nicht der Fall. Dann, Herr Rangmazon, danke ich Ihnen für Ihre Ausführungen. Sie bleiben unverheiratet und können wieder hinten im Zuschauen Platz nehmen, ja? Vielen Dank. Jawohl. Herr Everdeen, wann darf ich Leute hierher bestellen und was fragen? Da die Staatsanwaltschaft keine Anträge mehr hat, wie schon eben vernommen. Jetzt wird gefragt, ob noch Anträge bestehen. Verteidigung, Herr Everdeen, möchten Sie noch Anträge stellen? Ich würde gerne jetzt Herrn Eppens zu einer Aussage beantragen, dass er die machen kann. Okay. Eppens, wie Sie das gerade eben schon mitbekommen haben bei Herrn Chapman, Sie können dort bleiben oder hier vorkommen, wie Sie es möchten. Bitte bloß für eine Sache entscheiden. Dann würde ich mich dazu entschließen, hier stehen zu bleiben. Alles klar. Dann bitte auch für Sie ne, schön laut sprechen, damit wir Sie vor allem hier vorne auch hören können. Versuch's. Okay. Herr Eppens, zunächst zu Ihrer Rechtsbelehrung. Sie sind verpflichtet, wirklich die Wahrheit zu sagen, sollten Sie dies nicht tun, machen Sie sich nach § 34 des Strafgesetzbuchs strafbar. Sie müssen aber nicht aussagen, wenn Sie sich selber belasten würden, beziehungsweise haben Sie als Beschuldigter immer ein Zeugungsverweigerungsrecht, sprich, wenn Sie eine Frage nicht beantworten wollen, dann brauchen Sie dies auch nicht. Haben Sie das verstanden? Das habe ich soweit verstanden, ja. Gut, Sie heißen Tom mit Vornamen, sind geboren am? 18.12.2000. Ja, ist richtig, ist ein Fehler der Rechtschaft, okay. 18.12.2000 und aktuell im Staate tätig als? Bei der Security von Los Santos. Eine Security, okay. Gut, vielen Dank. Dann, Herr Everdeen, Sie dürfen Fragen stellen. Herr Evans, waren Sie dort vor Ort, als dieses Geschehen passiert ist mit Herrn Smith? Zu dem Zeitpunkt, wo Herr Smith erschossen wurde, war ich noch vor Ort, ja. Nach den heutigen Aussagen der Zeugen ist es ja nun bekannt, dass Herr Chapman mit Ihnen dort vor Ort war. Waren Sie maskiert? Ja. Herr Chapman auch? Herr Chapman war auch maskiert. Mhm. Warum sind Sie ins Auto gestiegen nach der Tat an Herrn Smith und sind geflohen? Weil uns die ganze Sache zu heiß wurde. Wir wollten eigentlich nicht, dass es so eskaliert. Wir haben uns danach auch im Auto unterhalten, da wir im selben Auto gefahren sind. Ich war ja der Beifahrer, Herr Chapman der Fahrer. Und eigentlich wollten wir bereits früher fahren. Allerdings wollte Herr Chapman halt nicht ohne mich fahren, beziehungsweise ich war mir nicht sicher, ob ich als Beifahrer einfach einsteigen kann und quasi Chapman das Zeichen versteht. Ansonsten hätten wir uns wahrscheinlich schon früher vom Tatort entfernt. Hm. Herr Eppens, haben Sie in irgendeiner Weise irgendwas getan, um Herrn Smith in dieser misslichen Lage zu helfen? Während wir weggefahren sind vom Tatort, habe ich ein Dispatch ans MD geschickt. Wiederholen Sie das nochmal, kam eventuell nicht an. Ich habe ein Dispatch ans MD geschickt, während wir weggefahren sind. Vielen Dank, dann habe ich keine weiteren Fragen mehr. Vielen Dank. Herr West, haben Sie noch Fragen? Ich würde gerne, nein, Fragen nicht, ich würde aber gerne einen Antrag stellen. Das machen wir gleich, kein Moment. Herr Staatsanwalt, haben Sie noch Fragen? Ja, die Staatsanwaltschaft hat mal wieder eine Verständnisnachfrage, ich mache den Job ja nicht so lange. Meine Verständnisnachfrage wäre, Sie haben einen Notruf ans MD geschickt, ist das richtig? Das ist richtig, allerdings nur ein Dispatch. Nur ein Dispatch, nicht also anonym per App, ja? Richtig. Und das haben Sie gemacht während der Fahrt?
Quasi als wir gerade losgefahren sind, da hatte ich erst die Chance, an mein Handy zu gehen. Weil ich vorher noch so eine Art Schockstarre war. Sie waren aber noch auf dem Parkplatz, wenn sie es gemacht haben, oder schon 5 Minuten. Zwei oder 3 Meter davor, aber noch in sichtbare Reichweite. Ja gut, vielen Dank. Dann hat die Staatsanwaltschaft keine Verständnisfragen und noch keine weiteren Fragen mehr. Dann, soweit keine Anträge mehr bezüglich des Beschuldigten kommen, was nicht der Fall sein sollte. Ist nicht so. Okay. Dann vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Ebbins. Sie dürfen der gerne doch wieder verstorben stehen bleiben unverheiratet. Dann, Herr West, Sie hatten einen Antrag angemeldet. Der ist welcher? Ich würde die zwei Beschuldigten und Lillian Williams fragen, welche Farbe man mit Dana hatte. Ich habe Sie eben gefragt, ob Sie noch Fragen an den Herrn. Nein, aber Anträge, ja, wie gesagt. Naja, Sie haben ja gerade gesagt, Sie möchten die Beschuldigten und die Frau Williams fragen, welche Farbe ihre das Bandana hat. Ja, genau. Das ist eine Frage. Ich habe Sie eben gefragt, ob Sie eine Frage an Herrn Evans haben. Ja, welche Farbe man Bandana hatte. Gut. Ich habe heute einen guten Tag, auch wenn Sie heute nicht so sehr mein Freund waren. Herr Chapman, würden Sie die Frage von Herrn, wenn soweit das er Anwalt zulässt, beantworten? Ja, würde ich, aber ich kann es nicht erkennen. Also ich habe es nicht wirklich direkt gesehen, also nicht darauf geachtet, sagen wir es mal so. Herr Chapman? Ja? Ja? Ich habe Sie nicht gehört. Der Herr West hat Ihnen die Frage gestellt, welches Farbe das Bandana hatte. Habe ich ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet. Welche Farbe hatte das? Habe ich ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet. Okay, Sie haben nicht drauf geachtet. Ja. Gut. Herr Evans, auch wenn ich Sie schon entlassen habe, oder was weiß ich, ne, würden Sie ebenfalls, vorausgesetzt der Anwalt ist damit einverstanden, die Frage des Herrn West beantworten, welche Farbe das Bandana an diesem Abend hatte? Ich kann mich leider nicht mal an die Farbe des Bandanas erinnern, da mir zu dem Abend zu viele Gedanken in den Kopf rumgesponnen sind und mir das dann Farbe relativ egal war, sag ich mal. Ich würde die Frau Williams nochmal in den 10 Zeugenstand bitten. Chapman, Sie können mich hören, ne? Ja. Frau Williams, gut. Auch an Sie nochmal die Frage. Herr Chapman, gerichtet, Herr Evans, an beide von Ihnen. Hatte das Bandana, das letzte Wort geht für den Beschuldigten. Das heißt, für Sie drei gleich. Hat an ja. Abend. Herr Chapman, Herr Evans, tut es leid, was da passiert ist. Das war nicht das, was Sie gedacht haben, was da passiert. Und auch nicht die Ambitionen. Ja? Ja, seitens der Staatsanwaltschaft nicht. So eine Entschuldigung im Endeffekt. Genau. Ne? Und nochmal sagen. Herr Berlin. Nein, danke, hohes Gericht. Okay. Frau Williams, vielen Dank. Sie können wir hinten Platz nehmen. Na, also, als letztes nochmal sagen: Es tut Ihnen leid, was Herrn Smith da passiert ist, aber ja. Das war auch nicht das, warum Sie da waren. Gut. Werden weitere Anträge gestellt von beiden Seiten oder von allen drei Parteien, die hier sind? Nein. Seitens der Staatsanwaltschaft nicht. Ein danke, hohes Gericht. Gut, dann schließe ich die Beweisaufnahme hiermit am 17.12.2020 um 21.57 Uhr. Und danke, dass Sie, danke den Zeugen, dass Sie hier ausgesagt haben. Wenn Sie möchten, dürfen Sie den Gerichtssaal gerne verlassen. Sie sind hiermit offiziell entlassen. Sie können aber auch gerne noch der Gericht der Urteilsverkündung beiwohnen. Bevor wir aber zur Urteilsverkündung kommen, möchte ich noch um die Schlussplädoyers bitten. Beginnt mit der Staatsanwaltschaft. Achso, alles gut. Bitte beginnt mit der Staatsanwaltschaft. Ja, vielen Dank, hohes Gericht, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben uns jetzt circa 2 Stunden mit der Materie und den Vorkommnissen des 28.11. beschäftigt. Und der Sachverhalt ist genauso klar wie zu Beginn der Verhandlung. Die Angeklagten waren alle, zumindest teilweise, geständig. Wir brauchen sie also gar nicht kriminalistisch der Tat zuordnen. Alle haben gestanden, zumindest vor Ort gewesen zu sein. Und wir haben mehrere hochzuverlässige Zeugen, die die Geschehnisse beobachtet haben, aus unterschiedlichen Blickwinkeln und haben somit ein umfangreiches Bild der Tat bekommen. Die Anklage fordert daher, dass Herr Kobe West wegen Strafgesetzbuch § 10 Absatz 2
versuchten Mord im Falle an Herrn Smith verurteilt wird. Er wollte sich offensichtlich hierbei eines Zeugen endgültig entledigen. Das ist auch dadurch klar geworden, was er zu Herrn Smith sagte und zu Frau Williams. Unbekannte Dritte, die auf magische Weise vielleicht aus irgendeinem Busch erschienen sind und auf Herrn Smith schossen, hat außer Herr West oder will außer Herr West niemand gesehen haben. Und konnten auch bei der Tatortuntersuchung durch die Polizeibeamten nicht festgestellt werden. Des Weiteren beantragt die Staatsanwaltschaft, dass Herr Kobe West nach § 13 Absatz 2 Strafgesetzbuch schwerer Körperverletzung an Frau Williams, und zwar mittels einer Waffe namentlich des Schlagrings, verurteilt wird. Auch hier gibt es mehrere Zeugen für die Tat, unter anderem mehrere die Beamten. Des Weiteren beantragt die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung nach § 14 Absatz 2 unterlassene Hilfeleistung, § 17 Bedrohung, auch hier an Frau Williams. Er bedrohte dieser nicht nur mit der Waffe, die sie später zu spüren bekommt, sondern auch mit einer Schusswaffe zuvor. Und überhaupt baute er eine Drohkulisse gegen Frau Williams auf, die offensichtlich gemeint war, um Frau Williams einzuschüchtern, während sie ein in Anführungsstrichen klärendes Gespräch führten. Des Weiteren beantragt die Staatsanwaltschaft die Verurteilung nach § 31 Absatz 1 Widerstand gegen die Staatsgewalt, § 39 Absatz 1 Vermummungsverbot sowie § 46 Absatz 2 Anführung einer Straftat. Hier eindeutig auf die Lektion, in Anführungsstrichen, die Frau Williams zu erteilen war. Das ist eindeutig so auszulegen, dass der Frau Williams Leid im Sinne einer Körperverletzung möglicherweise anzutun gedacht war. Das wurde bereits zuvor im Café besprochen. Viele Zeugen haben hier ausgesagt, dass Herr West hier eindeutig der Redelsführer war. Deswegen ist auch der § 46 nicht fraglich. Das alles Paragraphen des Strafgesetzbuches. Zusätzlich kommt noch der Waffengesetzbuch, § 10 Absatz 1 dazu, der unrechtmäßige Einsatz einer Schusswaffe. Auch hier wurde gefeuert ohne eine im Gesetz verankerte Rechtfertigung. Zusammenfassend also für Herrn West, § 10 Absatz 2, 13 Absatz 2, 14 Absatz 2, 17, 31 Absatz 1, 39 Absatz 1, 46 Absatz 2, alles Strafgesetzbuch, sowie Waffengesetz, § 10 Absatz 1. Und ist damit nach Staatsanwaltschaft zu einer Gesamtstrafe von $200.000 sowie 60 Hafteinheiten zu verurteilen. Komplizierter wird es, wenn man sich die beiden anderen Angeklagten anguckt. Hier ist ganz eindeutig nach Auffassung der Staatsanwaltschaft § 14 Absatz 1 die unterlassene Hilfeleistung vollständig erfüllt. Zwar setzte Herr Eppens, so die Verteidigung, einen Notruf ab, allerdings diesen nur per App, auch relativ spät, schon bereits auf der Flucht, was alles dafür spricht, dass hier eher das Retten des eigenen Hintern, in Anführungsstrichen, im Vordergrund steht und nicht die Alarmierung, die Rettung des Herrn Smith. Des Weiteren sieht die Staatsanwaltschaft § 17 in Verbindung mit § 7 Strafgesetzbuch, das heißt dem Versuch der Bedrohung, erfüllt. Denn auch wenn Herr Eppens und Herr Chapman nicht selbst durch verbalen Eingriff in die Situation gedroht haben, so standen sie doch vermummt neben dem drohenden Herrn und bauten damit diese gesamte Drohkulisse, die bereits vorher erwähnt wurde, auf und schüchterten die Frau Williams nicht unerheblich damit ein. Des Weiteren sieht das Gericht § 39 Absatz 1, das Vermummungsgebot, sowie 46 Absatz 1, Verabredung zu einer Straftat, hier wieder zurück zu dem Gespräch bereits vorher im Café. Ich fasse also nochmal zusammen: § 14 Absatz 1 Strafgesetzbuch, § 17 in Verbindung mit § 7 Strafgesetzbuch, § 39 Absatz 1 Strafgesetzbuch, sowie § 46 Absatz 1 Strafgesetzbuch. Das Gericht kommt daher, die Staatsanwaltschaft kommt daher zu dem Ergebnis, dass Herr Eppens zu 30.000 sowie 15 Hafteinheiten und Herr Chapman zu 15.000 sowie 5 Hafteinheiten zu verurteilen ist. Der Unterschied erklärt sich hierbei dadurch, dass Herr Chapman von Anfang an etwas kooperativer war, sich der Polizei gestellt hat und die Anwesenheit von Herrn Chapman und Herrn Eppens diesen gegenüber in einer vollumfänglichen Aussage bestätigte. Die Staatsanwaltschaft schließt hiermit ihr Plädoyer und übergibt das Wort wieder der Richterschaft. Ich war doch auch bei der Polizei und habe gestanden, bevor ich mit Ihnen da war. Auch nach dem Fall, und ich habe auch anonym angerufen. Auch eine Form des Stellens? Lassen Sie mich jetzt erstmal reden. Gut, vielen Dank, Herr Staatsanwalt. Dann die Verteidigung bitte, angefangen mit Herrn Verdienen.
Vielen Dank. Hohes Gericht, Herr Kollege. Nach der heutigen Beweisführung konnten meine Mandanten Herr Chapman sowie auch Herr Eppens nicht vollständig für schuldig bewiesen werden. Dass diese Tat stattgefunden hat, leugnet keiner meiner Mandanten. Keiner der Zeugen benannte meine Mandanten als bedrohlich oder Mittäter. Herr Eppens oder Herr Chapman sind lediglich Augenzeugen eines Verbrechens geworden, mit welchem sie selbst nicht rechneten. Fühlte sich einer der Opfer bedroht? Dies konnte keiner dieser bestätigen. Eine persönliche Aussprache aufgrund persönlicher Differenzen mit Frau Williams war alles, was eigentlich nur meine beiden Mandanten hier wollten. Hätten sie vor Ort dem Opfer Herrn Smith helfen können? Vielleicht. Das kann ich so nicht bestätigen, ich war nicht dabei. Laut Aussage mehrerer Zeugen traf das LSPD nur kurze Zeit nach der Körperverletzung an Herrn Smith ein. Jeder Mensch reagiert definitiv anders auf gefährliche Situationen, bei denen es um Leben und Tod geht. Meine Mandanten waren überfordert und entschieden sich für eine eigene Sicherheit und die Flucht. Ein stiller Notruf über das Handy wurde von Herrn Eppens an das LSMD versandt und auch Herr Chapman wusste dieses. Herr Eppens sowie Herr Chapman waren vermummt, das haben sie zugegeben, das wurde hier auch bestätigt, das leugnet niemand. Eine einfache Aussprache mit Frau Williams war der Ansporn für die Herren, um einfach Meinungsverschiedenheiten zu klären. Daher beantrage ich in Vertretung meiner Mandanten eine milde Strafe für meine Mandanten. Sie sind geständig gewesen aufgrund, dass sie da waren und auch, dass sie vermummt waren. Sie sind schuldig zu sprechen für StGB § 39.1 des Vermummungsverbot. Ansonsten beantrage ich für sämtliche andere Paragraphen, die hier die Staatsanwaltschaft angesprochen hat, für einen Freispruch. $1,000 für Herrn Eppens sowie auch $1,000 für Herrn Chapman aufgrund des Vermummungsverbots sehe ich hierfür angemessen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Everdeen. Herr West, Sie als derjenige, der sich selber verteidigt, dürfen ebenfalls ein Plädoyer abgeben. Möchten Sie dies? Dann bitte jetzt. Ja, also keiner hat gesagt, ich hätte auf den Anwalt geschossen. Also, keine Ahnung. Keiner der Zeugen hat es gesehen, dass ich es war. Keine Ahnung, das würde ich wegstreichen, aber sonst nehme ich gerne alles in Kauf, kein Problem. Okay. Dann danke ich für die Ausführungen, die Herrschaften. Dann kommen wir zum obligatorischen Schlusswort. Die Beschuldigten haben das letzte Wort. Herr Chapman, möchten Sie noch was sagen? Ja, möchte ich. Es tut mir leid, was geschehen ist, was dem Herrn Smith passiert ist und konnte damit nicht rechnen, dass es so eskaliert, also so schlimm ausgeht für ihn. Herr Eppens, möchten Sie noch was sagen? Auch ich möchte mich hierzu entschuldigen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass eine Gewalttat an diesem Abend verübt wird, egal gegen welchen der Beteiligten, und habe damit halt nicht gerechnet. Und dies war auch nicht meine Absicht. Und zur unterlassenen Hilfeleistung, ich hatte einfach Angst, auf die andere Seite des Parkplatzes zu gehen und mir dort im Notfall vielleicht selbst eine Kugel zu fangen, da ich selber an dem Abend auch nicht bewaffnet war. Dann danke ich auch Ihnen für die Ausführung und Herr West, Sie haben ebenfalls das letzte Wort. Ja, passt schon. Passt schon. Okay, dann haben wir alles soweit gehört, was wir hören müssten. Wir unterbrechen die Verhandlung um 22:07 und nehmen diese Verhandlung wieder auf in circa einer halben Stunde, 22:37 spätestens. Die Verhandlung ist unterbrochen. Wie schon anfangs erwähnt, die Zeugen sind entlassen. Sie dürfen den Gerichtssaal gern verlassen, sind aber auch gerne dazu eingeladen, bis zur Urteilsverkündung im Gerichtssaal zu verbleiben. Vielen Dank an alle Beteiligten für Ihre Aussagen und Ihre Einschätzungen. Das Gericht zieht sich zur Urteilsverkündung zurück.